Ich ruf den Marco jetzt einfach mal an. So, ich rufe einfach mal gucken. Ich hoffe, das Mikro ist besser als das eben. Ich hoffe, das Mikro wird besser als das gleich. So, mal gucken hier. Mal gucken hier. Hallo? Ja, hi. Grüß dich. Hallo. Marco, hallo. Ich bin erstmal, ich habe eben gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe eben gerade noch ein Video von dir geguckt. Kannst du dich daran erinnern, das Video, das ich ursprünglich geteilt hatte auf Twitter vom 19. August? Ja, okay. Kannst du dich erinnern, du warst auf der Bühne, das war, glaube ich, vor der CDU-Parteizentrale. Das war, ja, genau. Da warst du auf der Bühne und hast eine leidenschaftliche 5-Minuten-Rede gehalten und du warst sehr wütend. Ja, kommt vor. Ja, das nächste Mal, wenn du die machst, einfach am Ende das Mikrofon auf den Boden werfen noch. Ah! Und irgendwas kaputt machen wäre noch gut. Oder irgendwo gegentreten, gegen so eine Bassbox neben dir. Ah! Das stimmt, aber dann hätten die anderen nicht mehr reden können. Ja, da musst du dich halt unterwerfen, musst du dich ganz zum Schluss reingehen. Oder genau, ich rede zum Schluss. Das ist eine gute Idee. Einfach Rock'n'Roll, einfach ganz am Ende. Ganz am Ende sprechen oder einfach drauf scheißen und sagen, die sollen das danach nochmal aufbauen. Genau, oder gleich ein zweites mitbringen. Wenn ich auftrete, vielleicht besser. Ja, Marco, ich danke dir erstmal, dass du Zeit hast. Ne? Also ich habe, du bist, glaube ich, nicht der erste politische Kandidat. Ich habe mal mit Sven Giegold gesprochen von den Grünen, der sitzt im Europaparlament. Kenne ich gut. Ja. Und mit dem habe ich mal geschnackt. Das ist aber jetzt auch schon ein Jahr her. Und aktuell im Rahmen der Superwahl ja ist immer ganz cool, mit jemandem zu sprechen, der in der Materie auch beruflich drin ist. Ja, das bin ich wohl noch. Das bist genug. Du wohl. Du sagst noch, weil du sitzt. Warte mal, so wie ich das verstanden habe, lass mich mal eine kurze Zusammenfassung machen. Ne? Wenn ich was Falsches sage, dann sag einfach, halt die Schnauze und mach, das ist nicht richtig. Dann sag ich Stopp, ja. Ja, sag einfach Stopp. Du warst für die SPD im Bundestag. Ne? Mhm, genau. Bis 2018, glaube ich. Oder du warst zumindest bis 2018 in der SPD. Genau. Und dann bist du aus der SPD ausgetreten. Das kannst du vielleicht gleich erklären, wieso. Und jetzt, dann warst du lange ohne Partei. Und jetzt bist du seit Mitte 2020 in der Partei die Partei. Ja, genau, alles richtig. Soweit. Das ist so das Grundsätzliche. Aber was ich mit dem heutigen Schnack einfach ganz entspannt mal so wissen will, so ein paar Eindrücke von dir, weil ich hier immer hobbymäßig rumquatsche, hobbymäßig erzähle und mich auch vielleicht naiverweise in einer selbst zurechtgestrickten Wirklichkeit befinde, was so Informationen angeht. Aber wenn ich mit jemandem spreche, der das beruflich macht, könnte ich vielleicht das ein oder andere nochmal konkretisieren, um Standpunkte zu festigen oder zu verändern. Das ist so die Idee. Okay. Ja, gerne, versuchen wir es. Aber letztendlich leben wir natürlich alle in unserer selbstgestrickten Wirklichkeit. Und der Bundestag übrigens ganz besonders, weil das Scheinbild, was der abgibt nach außen hin und was anscheinend dann viele, auch wenn sie am Anfang wissen, dass das nicht stimmt, dann doch irgendwann glauben, dass es stimmt. Das ist schon mittlerweile wirklich absurd. Aber das können wir ja gerne mal aufschlüsseln. Wann bist du denn das erste Mal, warum zur Hölle bist du in die SPD gegangen? Naja, also das ist ja schon lange her. Also mittlerweile vor 28, 29 Jahren. Ich war schon immer politisch. Ich bin irgendwie politisch groß geworden. Ich war Schülersprecher. Habe damals Golfkriegsdemos mitgemacht, Tschernobyl als Kind, Jugendlicher und habe mich immer engagiert und dann bin ich zur Uni gekommen und da gab es irgendwie keine wirklichen Gruppen, die mich irgendwie interessiert haben und dann bin ich bei einer Veranstaltung der Jusos gelandet, also der Jugendorganisation der SPD in Dortmund und das waren damals super viele und es war bunt, es war laut und das hat mich dann irgendwie ein bisschen eingenommen und dann habe ich mit denen eine neue Hochschulgruppe an der Uni gegründet und so ging das los. Ich war erst eine Zeit lang nicht in der SPD, sondern nur bei den Jusos und dann wurde es aber irgendwann natürlich die Frage, ob ich in die SPD gehe. Gerieben habe ich mich auch da schon, das muss man sagen. Das war auch am Anfang nicht rühmlich, da war Scharping, wenn das noch was sagte, war damals mal Vorsitzender. Aber die Geschichte der SPD
Leute wie Eppler, wie Willy Brandt oder auch der Widerstand der SPD gegen den Nationalsozialismus. Das hat mich ein bisschen schon angesprochen. Immer mit den Widersprüchen, die es in der SPD auch gab, mit den Brüchen. Aber sie haben gerade hier, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wirklich waren sie eine große Partei, die auch die Menschen angesprochen hat, abgeholt hat in den Betrieben und sich für sie eingesetzt hat. Das war dann doch so der Ausgangspunkt. Und es gab eine Vielfalt zumindest in der SPD. Also man konnte da was erreichen und man konnte auch Positionen da durchsetzen. All das, was irgendwann immer schwieriger bis unmöglich wurde. Du warst dann, warte mal, wann war das? Du warst da 15 Jahre drin? Nee, 25, so 26 fast. Ja, ja, also nicht nur mal ein paar Tage. Scheiße, du bist einer von den alten weißen Männern im Bundestag. Ja, genau. Also spätestens seit diesem Jahr, wo ich 50 bin, gehöre ich zu den alten weißen Männern. Ja, ich habe relativ lange durchgehalten. Ich habe lange, oder sagen wir das mal so, ich habe vielleicht auch zu lange gewartet. Ich habe immer gehofft, dass es irgendwie besser würde, obwohl das irgendwann absehbar war, dass es das nicht wird. Dann habe ich immer gehofft, also von oben wird sich das nicht ändern, aber die Basis wird es irgendwann machen, weil ich kenne auch jetzt noch an der Basis echt gute Leute, aber die sind zu schwach und mittlerweile auch zu wenig, um was anderes durchzusetzen. Und diese Erkenntnis hat aber lange dann doch noch gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr mittragen. Was ist denn das, was mich interessiert, da du ja 25 Jahre, wenn du 25 Jahre dabei warst, kann das ja nicht immer nur auf Hoffnung beruhen, dass es besser wird. Es muss ja super krasse Momente gegeben haben, wo du sagst, das ist für mich etwas, was super, super gut lief damals und super schlechte. Kannst du mir den besten SPD-Moment für dich in deiner Wahrnehmung und den schlechtesten in deiner Zeit nennen, in der du Mitglied warst? Ja, also das auf einen zu reduzieren ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich war noch Juso. Da wurde dann bei den Scharping, über den wir gerade geredet, der wurde abgewählt. Und es gab einen neuen Vorsitzenden, damals Lafontaine. Heute erscheint er natürlich im ganz anderen Licht, aber damals war das eine Hoffnungsgestalt. Und Leute wie Andrea Nahles, die Jusos, haben da richtig Aufwind bekommen. Und da hat man gedacht, irgendwie jetzt gibt es einen riesen Umschwung. Ein bisschen war das auch so und hat aber dann auch nicht so ewig lange angehalten. Das war schon ein sehr offensiver, guter Moment. Es gab Parteitage, die super spannend waren, wo noch so alte, weiße Männer wie Hans-Jochen Vogel, die jetzt nicht besonders links waren, aber dann zum Beispiel gegen den Lauschangriff gekämpft haben und wo es dann auch gute Beschlüsse gab. Und ich will einen Moment nennen, interessanterweise, wenn ich gleich zu dem schlechten Moment komme, liegen die zeitlich relativ eng beieinander. Aber es gab ja mal eine rot-grüne Regierung. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Oh Gott, ja. Ja. So, die haben ganz schlimme Sachen beschlossen. Da komme ich gleich zu dem schlechten Moment. Aber sie haben auch einiges Gutes beschlossen. Und ich bin in den Bundestag gekommen, war Anfang 30, super jung. Ich war einer der jüngsten überhaupt, vor allem die einen Wahlkreis hatten. Und ich habe als Jugendlicher Bücher gelesen von Hermann Scheer, von Ernst Ulrich von Weizsäcker, also von richtigen Ikonen, würde ich sagen, für Klimaschutz, für erneuerbare Energien, für eine andere Welt. Und habe auf einmal mit denen an einem Tisch gesessen und mit denen zusammengearbeitet. Das war natürlich großartig. Und wir haben dann auch wirklich gegen, und deswegen sage ich ja schon immer, es gab schon immer so eine nie einheitliche SPD. Wir haben dann gegen Leute wie Wolfgang Clement, also alle, die man heute so unter Kohlemafia packen würde, haben wir durchgesetzt, mehr Klimaschutz, erneuerbares Energiengesetz, Effizienz und haben sozusagen da wirklich so Teilerfolge errungen, mehrheitlich, nicht nur in der Partei, sondern in der Fraktion und haben auch Gesetze, eigene Gesetze gemacht. Heute gibt es das gar nicht mehr. Heute machen alle Gesetze die Regierung und das Parlament nickt sie ab. Kommen keine Gesetze mehr aus dem Parlament. Die einzigen, die das noch versuchen, sind in der Opposition und die werden immer abgelehnt. Egal, haben wir jetzt nochmal bei Afghanistan erlebt, egal wie wichtig und gut diese Gesetze oder die Vorschläge oder die Initiativen sind, die werden von der Mehrheit, die in der Regierung sind, abgelehnt. Aber damals war es noch möglich, da haben wir so ein Parlamentsgesetz gemacht zu den Erneuerbaren und das war ein super Moment. Und die Negativen? Hartz IV wahrscheinlich. Ja,
Genau, fast zur gleichen Zeit. Da wurde ich dann schnell auf den Boden der Realität geholt. Hartz IV, also ich finde immer noch mit das unsozialste Gesetz, was in den letzten 20, 30 Jahren geschaffen worden ist, ist ausgerechnet unter Rot-Grün. Also jetzt hängen ja viele ihre Hoffnungen auf Rot-Grün, aber das unsozialste Gesetz überhaupt ist von Rot-Grün geschaffen worden. Also bei der SPD wird es ja auch angehaftet. Die Grünen haben da anscheinend nichts mit zu tun, die haben das aber genauso mit beschlossen. Das Schlimme ist nicht nur, was für ein Gesetz daraus gekommen ist, was ja zum Beispiel Menschen in prekären, also in schwierigen Situationen auch noch sanktioniert, wenn sie sozusagen da mal irgendeinen Fehler machen. Dabei werden auch viele sanktioniert, wo das gar nicht richtig ist. Oder noch ein Beispiel, wenn du Hartz IV empfängst und da was dazu verdienst, dann musst du aber das Geld abgeben. Das heißt, du darfst dann fast nichts dafür dich behalten. Ein Abgeordneter, der nicht nur Hartz IV bezieht, sondern sehr, sehr viel Geld verdient, der kann Nebeneinkünfte ohne Ende haben und muss nichts davon abgeben. Da sieht man mal, wie ungerecht diese Sache alleine ist. Aber nochmal zum Thema. Es war nicht nur unsozial, dieses Gesetz, sondern ist auch in einer Art und Weise stattgefunden, die dann mit Basta-Politik irgendwie auch verbunden wurde von Schröder. Also Schröder hat erstens keine Abgeordneten mit einbezogen. Spricht Das heißt, Schröder die. privat Russisch eigentlich? Ja, bestimmt. Also das traue ich ihm zu. Aber also zumindest das, was man so sprechen muss, um mit Sorry. Gazprom dann Ja, okay, sorry. Alles gut zu gut. verdienen. Alles gut. Ich wollte es nur wissen, ob der, wenn die Kamera aus sind, sagt er dann auch blend. Also nicht vor uns damals, aber Okay, ich okay, gehe davon okay. aus, dass er die wichtigen Wörter kennt. Aber Schröder war der die Basta-Politik eingeführt hat, der gesagt hat, also erstens, ich rufe Experten ein, die haben mit dem Bundestag nichts zu tun. Zweitens, wir machen genau das, was am Ende beschlossen wird, egal was also ganz viele Fachpolitiker in der SPD haben gesagt, das geht so nicht, das fällt uns auf die Füße, Leiharbeit kannst du so nicht organisieren und. Alles weggewischt und gesagt, entweder ihr beschließt das so oder ich bin nicht mehr Kanzler und dann habt ihr eine schwarz-gelbe Mehrheit. Dann gibt es sozusagen CDU-FDP-Regierung. Also er hat sozusagen alle gezwungen zuzustimmen. Und das war eine völlig antidemokratischer Vorgang, der dann dazu geführt hat, dass die SPD genau diesen schweren Fehler gemacht hat und dieses Gesetz eingeführt wurde. Also es ist nicht nur, was da beschlossen wurde, sondern die Art und Weise. Und die Art und Weise vor allen Dingen hat überdauert, weil das wird gerne immer wieder so gemacht. Also der schwärzeste Moment für mich, wo ich gemerkt habe, wie Politik denn wirklich funktioniert, weil ich war naiv, ich bin jung gewesen, naiv und dachte irgendwie, super, jetzt bin ich im Bundestag und jetzt wirst du alles hier schön aus den Angeln heben. Und relativ schnell wurde ich dann aus den Angeln gehoben. Ja, das ist aber, also wenn es Hartz IV ist, dann liegt das ja trotzdem schon einige Jahre zurück. So, dann muss es ja trotzdem ganz schön lange gedauert haben, dass du gedacht hast, ich kann da noch irgendwas machen. Ja, ich habe ja im Prinzip diesen positiven Moment erzählt, der ja fast in der gleichen Zeit war. Und dann gab es natürlich auch noch weitere. Ich habe immer gehofft, dass man das wiederholen kann. Es gab auch kleine Erfolge. Es gab immer mal wieder was, was auch man erreichen konnte. Aber ich habe gemerkt, dass sich diese Spielregeln, die ich für unfair und auch undemokratisch halte, dass die sich immer mehr manifestieren. Und dass man eben es nicht schafft, eine Öffentlichkeit herbeizuholen, die genau darauf aus ist, das zu ändern, sondern wenn, dann haben wir Demos, Protest und so weiter, die sehr inhaltlich gelagert sind, was ja auch richtig ist, aber sie verkennen, also zum Beispiel die ganze Klimabewegung ist zwar großartig, aber sie wundern sich ja jetzt auch, warum wir das alles nicht durchsetzen. Egal wie viele Argumente sie haben, egal wie die wissenschaftlichen Grundlagen sind, am Ende zählt nicht das Argument im Bundestag, sondern am Ende gewinnt die stärkste, einflussreichste, reichste Lobby. Und sind natürlich nicht die Klimaschützer, sondern das sind natürlich eher die damit Geld verdienen, wie das System jetzt ist. Und wenn du das nicht änderst, dann kannst du fordern auf der Straße, was du willst. Dann kannst du in der Partei fordern, was du willst. Ich habe Parteitagsbeschlüsse herbeigeführt. Das ist völlig egal, weil am Ende interessieren auch keine Parteitagsbeschlüsse. Dann gibt es drei, vier Leute, die das bestimmen, in Zusammenarbeit mit Profitlobbyisten. Und die setzen das durch, weil die Mehrheit leider immer im Bundestag zumindest gesichert ist, weil dann die Mehrheit zustimmt. Und das ist ein System, was nicht geht. Aber das kam dann erst so nach und nach, dass ich
dass ich wusste, dass sich das ganze System verändern muss und dass es nicht reicht, mal eine Mehrheit auf dem Parteitag zu kriegen oder vielleicht mal ein bisschen Aufklärung zu machen. Du bist ja jetzt, also nach dem Austritt und jetzt auch aktuell wieder aufgestellt, glaube ich, für Dortmund, Wahlkreis so in dem Bereich? Genau, Dortmund West, also wir haben zwei Wahlkreise und den einen, das ist der, den ich bis jetzt auch gewonnen habe, direkt, auch immer mit mehr Stimmen als die eigene Partei, deutlich mehr Stimmen als die eigene Partei sie geholt hat, aber das ist natürlich trotzdem jetzt ein Riesenunterschied, statt für die SPD, man sagt ja so ein bisschen oder hat immer gesagt, es ist die Herzkammer der SPD Dortmund. Das stimmt aber auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Aber natürlich war die SPD hier immer stärkste Partei. Sie hat immer alle Landtags-, immer alle Bundestagswahlkreise, immer den Oberbürgermeister in der Nachkriegszeit gestellt. Und jetzt ist es vielleicht das erste Mal so, wo ich jetzt antrete für die Partei, dass das vielleicht ein bisschen wackelt. Da will ich mal, also ich will nicht polemisch werden oder so, aber ich versuche dich mal abzuholen bei meiner Wahrnehmung der Partei oder der Partei, okay. Die Partei ist immer ein bisschen schwierig. Ich hab dir vorhin von Sven Giegold erzählt, ne? Wir hatten so einen Austausch und dieser Austausch fand statt auf Basis einer Aktion der Europawahl und da ging es auch um unterschiedliche Parteien. Da haben viele Leute sich auch von den Linken, von den Grünen, haben sich dann zu Gesprächen bereit erklärt und das haben dann unterschiedliche Streamer, ähnlich wie ich jetzt hier gerade mit dir spreche, einfach in Dialogen dann Fragen gestellt. Ne? Und ich habe dann mit dem Herrn Giegold gesprochen und ein guter Kollege von mir, hat mit dem Herrn Sonneborn gesprochen. Und da, in der Wahrnehmung von mir bezüglich der Partei, die Partei, hat es sich immer ein bisschen so angefühlt, dass die Idee aus der Titanic heraus, die Politik auf einer politischen Plattform zu verarschen. Ne? Und zu verarschen mit Satire, mit lustigen Sprüchen, vielleicht auch mit Spiegelvorhalten und mit zeigen, dass man das, was das eigentlich für Idioten sind und das fand ich am Anfang auch sehr witzig und der Grund, warum ich den Übergang zu Herrn Sonneborn mache, ist, weil der in dem Gespräch aufgestanden ist und hat leider keine Hose an. ich erinnere mich sehr, sehr, sehr deutlich erinnere ich mich und das ist ja alles sehr, sehr witzig und das ist ja alles sehr, sehr gut und ich finde es auch beeindruckend, dass die Partei über 50.000 Mitglieder hat. Das ist insane. Vollkommen irre. Das schätzen wir mal. Mehr als die AfD übrigens. Ja, und das ist auch gut so. Ich will nur nachvollziehen können, warum du gesagt hast, dass das das richtige Parteifundament für deine Politik ist oder deine Ansichten. Warum ist das so? Ob es das richtige Parteifundament ist für meine Ansichten, das ist ja nochmal eine große Frage, aber... Du scheinst das ja zu glauben. Ich würde ja selbstbewusst sagen, du hast die Entscheidung getroffen, also muss das ja begründet sein. Ja, natürlich. Ich werde das auch begründen. Ich werde trotzdem erstmal eine halb satirische Antwort dazu geben. Die Lage ist so ernst und verzweifelt, dass ich gar keine andere Chance hatte, wenn ich weiter Politik machen will. Ich habe 2 Jahre erlebt, da war ich Einzelkämpfer. Man kann da einiges machen, das ist gar nicht so schlecht als Fraktionsloser, wie man denkt im Bundestag, weil die Regierungsfraktionen nicken nur ab, die Opposition hat eh nichts zu sagen, also sozusagen, man kann da trotzdem Öffentlichkeit schaffen und man ist selbstbestimmt, aber am Ende geht es als Einzelkämpfer einfach nicht und wenn man was verändern will und gerade dieses politische System auch wieder von dem Kopf auf die Füße stellen möchte, dann braucht man sozusagen Unterstützung. Jetzt ist die Partei natürlich speziell, also viele sagen Spaßparteien, ich sage aber, die Spaßparteien habe ich verlassen. Also für mich, da kommen wir vielleicht nochmal zu, sind die absurden Entscheidungen, die diese Regierung getroffen hat, so absurd, dass das für mich die Spaßparteien sind, ohne dass sie das selber so sehen. Und ich bin dann von der Spaßpartei zu einer Satirepartei gegangen, weil Satire ist, glaube ich, häufig sehr ernsthaft im Hintergrund. Natürlich geht es da auch um Spaß und natürlich schießt man manchmal über das Ziel hinaus, es ist provokant, aber es hat häufig einen sehr ernsten Hintergrund.
Und gerade wenn man sich auch Martin Sonneborn anschaut, seine Reden im Europaparlament, welche Position er bezieht, zum Beispiel bezüglich Diktatoren in dieser Welt, Aserbaidschan, Angriffe auf Armenien, dann sind die super ernsthaft. Aber natürlich immer in einer Art und Weise vorgetragen, dass sie einen sehr satirischen Charakter haben. Das kann ich gar nicht. Sowas könnte ich gar nicht. Deswegen kann man natürlich fragen, ob ich da richtig bin. Ich glaube aber, dass Satire ein immer wichtigeres Instrument ist, Leute überhaupt noch anzusprechen, die komplett verloren sind für Politik, die sich komplett zurückgezogen haben, die sich komplett verarscht fühlen von der Regierung, von den Parteien und sagen, es ist doch egal, wen wir wählen, am Ende machen alle das Gleiche. Damit wurde ich ja immer konfrontiert. Ich habe denen immer widersprochen, merke aber, dass das nicht mehr geht und merke, dass man die Leute anders ansprechen muss. Und da kann Satire eine Art sein. Wir brauchen noch andere. Also alleine die Partei wird hier nichts retten in diesem Land. Will sie auch gar nicht, aber sie will Sachen deutlich machen. Und durch bestimmte Plakate, durch bestimmte Sprüche, durch bestimmten Witz werden Sachen deutlich gemacht, die sonst irgendwie vielleicht verschwinden oder schon mittlerweile als normal gehalten werden. Von daher sehe ich da schon eine gute Überschneidung und ich sehe auch dahin eine Überschneidung, dass gerade mit dem Kampf gegen Profitlobbyismus, da bin ich mir völlig einig mit Martin Sonneborn und auch mit den meisten, die ich jetzt kenne in der Partei. Und sie ist so anarchisch, dass, glaube ich, Leute wirklich ihre Sachen machen können und auf ihre Sachen hinweisen können. Natürlich gerne in der Art und Weise, das satirisch zu machen, aber auch anders. Und da gibt es eine Offenheit bei der Partei. Während bei den anderen Parteien läuft alles nur noch stromlinienförmig. Früher haben die Grünen sich auch behagt und diskutiert und lange Parteitage gehabt. Heute sind die genauso stromlinienförmig wie alle anderen. Und es geht dann nur um Erfolg, um Regierungsbeteiligung und so weiter. Oder es geht wie bei den Linken eigentlich nur, dass man sich selber auseinandernimmt. Und beides ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern wir brauchen da eine Offenheit. Und das sehe ich bei der Partei. Die Partei, und da sind sehr viele kluge Geister dabei. Und ich glaube, da landen mittlerweile auch viele, die eine Hoffnung haben, was zu verändern. Es gibt welche, die wollen wirklich nur Aufmerksamkeit und den anderen den Spiegel vorhalten. Aber es gibt auch immer mehr, die wollen was verändern. Und darauf setze ich ein bisschen. Und ich habe einen ganz anderen Wahlkampf. Der ist viel freier, der ist viel schöner. Natürlich ist der auch lustiger. Aber auch das gehört vielleicht ein bisschen dazu. Und diese ganz bierernste, aber dann doch absurde Politik, die habe ich lange genug mitgemacht. Das verstehe ich. Ich bin auch felsenfest der Überzeugung, dass der Sonneborn einfach viel schlauer ist. Also viel schlauer als ich auch. Ich glaube, der Mann ist so schlau, dass ich Dinge, die er macht, nicht verstehen kann. Also wirklich nicht verstehen kann. Da greife ich da nicht auf. Oder er verkauft sich einfach so als schlau. Aber ich bin vielleicht nicht der Richtige, der das bewerten kann. Aber du hast beispielsweise gesagt, du hast die Spaßparteien verlassen und bist jetzt halt in einer, du versuchst das mit Satire irgendwie zu kompensieren, weil das auch so eine Verzweiflungstat ist. Und wenn ich, um das mal aufzugreifen, mit dem, das kennst du sicher vielleicht, diesen Vote-Swiper mache oder den Wahl-O-Mat. Egal in welchem, ob das nun für eine Landtagswahl ist oder ob Bundestagswahl, das spielt keine Rolle. Komme ich mit meiner Überzeugung, mit meinen politischen Positionen, komme ich sehr oft sehr nah an der Partei, ist die Partei sehr oben. Ja? Die Humanisten sind auch sehr, sehr weit oben und das überrascht mich dann irgendwie immer, weil ich glaube, dass, wenn ich darüber nachdenke, ich gerne auch die Partei in Anführungsstrichen wählen würde, jetzt unabhängig von der Bundestagswahl, jetzt mal außen vor genommen, aber mich dieser Satire-Aspekt irgendwo auch immer wieder abschreckt. Denn wenn ich an einem Punkt bin, ne, an dem sich viele befinden, an dem sie sich fragen, hat es einen Sinn, politisch unterschiedliche Parteien zu unterstützen oder ist das alles dasselbe? Dann schreckt es mich sehr ab, wenn Herr Sonneborn mit seinem Stimmverhalten im Europaparlament einfach A oder B spielt, weil er sagt, weil er das auch weiß und weil man das auch sehen kann, dass seine Stimme nichts wert ist in diesem Zusammenhang. Und vielleicht ist das ein satirischer Aufgriff von, dass meine Stimme auch nichts wert ist oder dass das halt alles keine Rolle spielt, aber dann kann ich mich halt irgendwie nicht mehr damit identifizieren, weil warum denn dann
politische Akteure wählen, wenn die im Europaparlament sitzen und A, B, A, B, A, B, A, B machen. Ja, aber da möchte ich gleich einhaken. Also erstens macht er das ja nicht mehr, das hat er am Anfang gemacht. Ich glaube auch, um deutlich zu machen, wie das da abläuft. Das macht er nicht mehr. Ich habe das noch nie gemacht und ich würde das auch nicht machen. Ich glaube sogar, dass ich vielleicht der Abgeordnete oder mit der Abgeordnete bin, der namentliche Abstimmung und Abstimmung am ernstesten nimmt und sich einen Riesenkopf macht. Ich habe nicht immer wie die Fraktion abgestimmt, aber ich musste mir natürlich einen Riesenkopf machen, weil ich wusste, wenn ich anders stimme als meine Fraktion, damals die SPD, kriege ich einen Riesenärger. Meine Karriere ist sowieso beendet und ich muss mich sowieso total rechtfertigen. Und trotzdem habe ich das getan. Aber das hat natürlich mir also viele Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter verpasst und teilweise schlaflose Nächte vor Abstimmung. Und ich habe erlebt, und so läuft es ab, um damit dieses Beispiel zu zeigen und auch ein Gegengewicht zu schaffen zu dem, wie Sonneborn das macht oder gemacht hat. Wenn ich dann zu der namentlichen Abstimmung gegangen bin im Bundestag, dann ist es so, dass da ganz viele nicht wissen, wie sie abstimmen. Und das müssen sie auch nicht wissen, weil da stehen vor jeder Urne Leute der eigenen Fraktion und zeigen dir, wie du abzustimmen hast. Und das ist mehr oder weniger... Warte mal, mit Finger oder wie? Nee, mit einer Karte. Wir haben Stimmkarten. Im Bundestag hast du Stimmkarten, du hast so einen kleinen Kasten, auf den du zugreifen kannst und dort gibt es Kärtchen, kleine Stimmkarten. Die weißen sind Enthaltung, die blauen sind Ja und die roten sind Nein. Ja. Und dann nimmst du eine Stimmkarte und dann gibt es Urnen und dann legst du dann die Stimmkarte in diese Urne nach der Debatte. Und dann wird ausgezählt und dann sieht man nicht nur, wie das Ergebnis ist, sondern man sieht auch, wer wie abgestimmt hat. So, und jetzt ist es so, bei diesen Abstimmungen stehen Leute aus der Fraktion und zeigen dir, wie du abzustimmen hast. Das heißt, die Leute gehen teilweise zur Urne und wissen nicht, wie häufig wurde ich gefragt, über was stimmen wir jetzt eigentlich ab? Dann sagst du zum Beispiel über den Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Ach, okay. Oder du sagst einen anderen Auslandseinsatz. Da wissen die manchmal gar nicht, was das für einer ist. Ach, war das jetzt der? Ist der neu? Nee, den haben wir schon seit 6 Jahren. Das ist jetzt nicht, das sage ich nicht aus Spaß und das habe ich nicht nur einmal erlebt. So, aber sie müssen es auch gar nicht wissen, weil ja ihre Leute vor diesen Kästen stehen und zeigen, welche Karte sie einzuwerfen hat, weil man natürlich nicht will, dass man eine andere Karte einwirft. Aber dann so ist das ja auch Realität. Dann ist das ja auch nicht mehr anonym per se. Nee, das ist nicht, anonym sind die normalen Abstimmungen. Ja. Da stimmen so nach Fraktionen. Aber wenn eine namentliche Abstimmung, das ist eigentlich bei den wichtigen Abstimmungen, da kann man sich nicht manchmal drüber streiten, aber wenn eine Fraktion das beantragt, gibt es eine namentliche Abstimmung und dann kann man sehen, wie wer abgestimmt wird. Und da bemühen sich ja sowieso alle mit der Fraktion zu stimmen, weil man ja Angst hat, dass es sozusagen da Repressionen gibt. Aber da wissen viele nicht, was sie abstimmen im Bundestag. Das ist die Realität. Alle sozusagen nehmen dieses Beispiel von Sonneborn, aber dass die Realität so aussieht, wie ich sie gerade beschrieben habe, bei den angeblich seriösen Parteien, das wird sozusagen nicht zur Kenntnis genommen. Das wissen auch viele nicht. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich sage aber auch, ich verstehe, ich kenne ja auch, also ich erlebe ja auch, es ist vielleicht, also ich, egal mit wem ich spreche, und das ist nicht nur meine Bubble, da gibt es immer mehr, die sagen, ich weiß im Augenblick nicht, was ich wähle. Und da kommt auch so, ja, ich würde ja vielleicht die Partei wählen, aber erstens, wahrscheinlich ist die Stimme verschenkt, die kommen wahrscheinlich gar nicht über 5%. Also muss ich doch irgendwie taktisch wählen. Da kriege ich schon Magengrummen, weil taktisch wählen heißt immer irgendwie nicht das zu wählen, was man eigentlich will und dann vor allen Dingen noch was zu kriegen, was man erst recht nicht will. Oder es kommt eben auch der Satz, ja, aber Satire, das alleine reicht nicht. Da gebe ich recht. Das alleine wird auf Dauer nicht reichen, weil nur den anderen den Spiegel vorhalten, auch wenn es mit einem ernsten Hintergrund ist, reicht natürlich nicht, um selber dann irgendwie Politik mit zu gestalten. Aber das ist die Frage, die dann auch irgendwann geklärt werden muss in der Partei, die Partei, wie das ist, ob das ein Betriebsunfall ist weiterhin, dass einer gewählt wird. Eigentlich wollen die Leute gar nicht gewählt werden, die sich aufstellen lassen für die Partei, oder ob man doch konstruktiv was verändern will. Ich glaube, irgendwann wird man daran nicht vorbeikommen, weil die anderen Parteien sich nicht bewegen. Eigentlich ist ja so der Hintergrund, wir machen das, damit die Parteien sich wieder verändern, damit sie sozusagen merken, wie absurd das ist und sich wieder positiv verändern. Aber das
bewirkt die Partei leider nicht. Also in dem Feld hat sie leider versagt, wenn man so will, weil die anderen Parteien verändern sich nicht, sondern sie bluten aus. Es gibt immer weniger Parteimitglieder in den Parteien. Die Hälfte der Parteimitglieder sind weg. Die anderen sind fast alle über 60. Jüngere kommen nicht nach. Die Jüngeren gehen woanders hin, aber nicht in Parteien. Aber die Parteien haben komplett die Macht. Mhm. Und das ist natürlich ein Gefälle, was wir haben, was sehr problematisch ist. Deswegen muss man, glaube ich, insgesamt die Demokratie umbauen, aber man muss auch die Parteien verändern. Und da kann eine Partei, die Partei mithelfen, aber alleine wird sie das nicht schaffen. Ja, mithelfen, also ich würde, mithelfen finde ich sehr, sehr richtig oder sehr, sehr wichtig. Ich würde aber auch als Alleinstellungsmerkmal einfach mir in einer Welt, in der die du beschreibst als Spaßparteien und das ist alles absurd und schwer nachzuverstehen und wirkt manchmal sehr surreal, würde ich mir einfach wünschen, dass man nicht zusätzlich noch das Ganze noch verarscht mit noch mehr Scherz und noch mehr, vielleicht auch, ich habe vorhin gesagt, Spiegelverhalten, darum sage ich es jetzt einfach nochmal, sondern einfach mit einer eigenen Ernsthaftigkeit heranzugehen. Und darum bin ich so interessiert an diesem, also ich fand das auch für mich sehr, sehr interessant, weil ich vorher nicht darüber nachgedacht habe, die Ansatzpunkte oder die Partei per se wahrzunehmen, sondern fand es dann interessant, als jemand, der wie du in 25 Jahren SPD-Geschichte irgendwann gemerkt hat, ey, ihr könnt mich alle, ich bin weg, jetzt bin ich hier, dann die Blickpunkte zu verstehen. Denn wenn du sagst, und das ist vielleicht auch noch mein, vielleicht ist das ein verzerrtes Bild, vielleicht kommt es, bildet es sich auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr heraus, obwohl ich nicht weiß, wie viel Zukunft man noch hat, also bis es zu spät ist. Ich würde mir selbst für mein Wunsch für dieses politische Fundament wäre einfach eine Ernsthaftigkeit, wäre einfach mehr Ernsthaftigkeit. Ihr müsst niemanden verarschen. So. Also du jetzt ausgenommen, ich sage jetzt ihr aus Richtung Partei, so ihr müsst niemanden verarschen, die verarschen sich selbst. Ich kann nicht mehr unterscheiden, was ein Satiremagazin published oder was aus einem Fokusartikel rauskommt. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Das ist alles Realsatire, dass man nicht mehr füttern muss. Es ist alles schon Satire. Es ist alles schon so echt und gelebt. Das muss man halt nicht noch verarschen, weil die sich ja schon selbst verarschen. Das stimmt und es wird auch immer schwieriger, sage ich mal, für Satire da noch einen draufzusetzen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch eine ziemliche Masse gibt von Leuten, die das noch nicht verstehen. Die das immer noch als, gerade diese Bubble, viele von den Journalisten, die da und Journalistinnen, die da rumlaufen in Berlin, auch wenn sie es vielleicht sogar durchblicken, stellen das ja immer noch als absolut seriös und ernsthaftig dar und fragen dann nicht nach. Muss ich mal so eine Bundespressekonferenz angucken. Da sitzt die Creme de la Creme der Medien. Und es kommen die Stereotypen-Fragen, es kommen verarschende Antworten, also du hast ja recht, ne? Also sie verarschen sich im Prinzip selbst, das ist Realsatire, die da abgezogen wird, aber es wird nicht aufgegriffen von den Medien, es wird nicht aufgegriffen. Einer der wenigen ist es Thilo Jung von Jung und Naiv, das ist, glaube ich, der Einzige, der in dieser Pressekonferenz sitzt, der mal andere Fragen stellt und der das mal entlarvt. Aber die meisten tun das nicht. Und so kriegt das alles immer noch einen seriösen Anstrich. Also ich gucke sowas ganz selten, aber wenn ich mir so eine Talkshow angucke, da kriege ich das kalte Grauen, was da für dumme Fragen gestellt werden, wie immer die gleichen dummen Nasen da sitzen, ihre Realsatire, wie du es nennst, abspulen und es hakt keiner nach. Wenn das wäre, dann wäre, glaube ich, die Partei wirklich überflüssig oder da müsste die Partei überlegen, wirklich ernsthaft nur Politik zu machen. Aber das passiert so nicht. Oder jetzt diese Sommerinterviews. Ich meine, was ist denn das für ein Journalismus? Ne? Ist dir auch so aufgefallen. Ne? Also, das ist grandios. Ich habe es mir mal wieder angeguckt. Ne? Aber also entweder lache ich die ganze Zeit, weil es wirklich so grandios schlecht ist. Und dann am besten ist noch die Abschlussfrage. Ne? Also Laschet kriegt die Abschlussfrage, wo er denn das EM-Spiel guckt. Und Baerbock kriegt eine verklausulierte Frage, was denn die Mütter und Töchter und Klimaschutz und so weiter, wo man erstmal dreimal um die Ecke überlegen muss, was denn gemeint ist. Ja. Also, weißt du, die letzte Frage an Frau Baerbock, ich hab das Video gestern erst gesehen, die letzte Frage an Frau Baerbock war, was würden Sie Ihren Kindern sagen, wenn Sie aufgrund Ihres persönlichen Scheiterns es nicht schaffen, die Welt zu retten? Ja, genau. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, weil ich legit hier saß, weil ich fassungslos war,
was das für eine Fragestellung ist und mit was für ein, also ich musste kurz pausieren, ich kann mich noch sehr genau dran erinnern, ich musste kurz pausieren und wir haben alle hier gesessen und haben uns gefragt, was zur Hölle war das für eine Fragestellung? Genau. Ja? Vor allen Dingen, wenn du das in Beziehung setzt mit dem Laschet-Interview, und das war ja die gleiche Journalistin. Ja, das... So, ne? Also wenn ich war da auch erst kurz fassungslos, ich habe es also wirklich gesehen und dachte mir dann so, weil natürlich stelle ich mir häufig die Frage, was würdest du jetzt sagen, wenn du das gefragt wirst? Hm. Und in dem Augenblick dachte ich so, also wenn ich jetzt Baerbock wäre, würde ich glaube ich sagen, also ich gucke mir das EM-Spiel oder das nächste Bundesligaspiel gucke ich mir da und da an. Dann hätte die Journalistin vielleicht mal doof geguckt und dann wieso, ich habe aber doch eine ganz andere Frage gestellt und gesagt, ja, aber Herr Laschet, haben Sie doch eine Europameisterschaftsfrage gestellt und ich kriege hier, krieg hier so eine Frage, also um die wirklich mal aus dem Konzept zu bringen. Aber daran sieht man ja, dieses Spiel wird mitgespielt und genau das müsste durchbrochen werden. Und ich wette damit, Martin Sonneborn hätte da eine andere Antwort gegeben. Und deswegen glaube ich, vielleicht brauchen wir doch eben die Partei, die nicht alleine, das wird alleine nicht ausreichen, aber brauchen wir eben auch immer noch genau solche Leute, die da absolut gegen diesen Strich bürsten und dieses Spiel nicht mitmachen. Hm. Ich kenne so viele ernsthafte, gute Leute und nicht nur in der SPD, die es immer noch gibt, bei den Linken, bei den Grünen, auch in anderen Parteien. Ich habe sie auch in der Union kennengelernt. Aber sie vereint alles. Sie versuchen in ihren Bereichen ein bisschen was zu verändern, sich einzusetzen. Ich habe zum Beispiel einen guten Kollegen aus der CSU gehabt, man glaubt es nicht, aber der war Förster. Und kann ich wirklich nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber der ist so. Der hat auch gegen eigene Fraktion gestimmt. Der hat versucht, gerade im Bereich Wälder und Umweltschutz einiges durchzusetzen bei sich. Aber immer mit diesem Gefühl, und ich habe das ja, ich kenne das ja, immer sozusagen innerhalb dieses Systems und immer wieder natürlich in der Union noch viel mehr vor Windmühlen, gegen Windmühlen angerannt und hat es immer wieder versucht. Und deswegen sage ich, innerhalb dieses Systems wird das nicht funktionieren. Und diese Leute müssen damit aufhören. Und wenn die nämlich damit aufhören, braucht es eben andere neue Parteien oder eben auch eine Satirepartei, die das nochmal deutlich verstärkt. Aber ich kann verstehen, dass man einen gewissen Abstand davor hat. Und das wird sicherlich auch eine Diskussion sein, innerhalb der Partei, die Partei, ne, sozusagen, wie viel Satire ist nötig, wie viel auch Ernsthaftes muss vielleicht möglich sein. Diese Diskussion wird es geben. Hm, hm. Ich breche mal ganz kurz von hier weg. Chat, wir machen am Ende noch, ihr könnt euch Fragen gerne überlegen. Ich wähle dann ein paar Fragen aus und stelle die dann noch mit rein. Ich will das jetzt nicht on the fly machen, bis ich nicht hier meinen einen Zettel abgearbeitet habe. Ich will nur den Leuten, weil die ganze Zeit hier reinschreiben und ich denke immer, oh fuck, jetzt will ich den nicht liegen lassen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, also denkt euch ruhig was aus. Ich trage das dann rüber, wenn ihr was wissen wollt und so, damit ihr auch mal schon mal, ja, zumindest dann indirekt mit einem Politiker gesprochen, ne? So, gut. Satire. Und jetzt sagst du, okay, man muss aus diesem System ausbrechen. Aber ist das nicht, ich will nicht naiv sagen oder idealistisch und naiv vielleicht, aber ist es nicht zu groß gedacht? Also ist das nicht die gleiche Problematik, vor die man Personen stellt, wie auch wenn die Brücke jetzt ein bisschen weird ist, wie beim Klimawandel. Es ist halt etwas, was so weit weg ist und so groß ist und so viel Aufwand braucht, dass es schwierig zu greifen ist. Und wenn die Leute jetzt schon nicht verstehen, dass die Politik voll mit Realsatire ist und die auch ein paar Idioten beinhaltet, wie sollen sie es schaffen, dieses massive systemverändernde Forderung zu packen, um das dann irgendwie umzusetzen? Er ist vielleicht sogar ein ganz guter Vergleich mit Klimawandel und Klimaschutz. Ja, ich denke auch, klar, das sieht jetzt irgendwie weit weg aus. Aber deswegen schon wieder Kompromisse vom Kompromiss zu machen, bevor man irgendwie was machen will. Und deswegen, wie beim Klimawandel, so Minischritte zu gehen und gleichzeitig wieder drei Schritte zurückzugehen, wird uns nicht retten. Ne? Deswegen muss, glaube ich, sowieso... Jetzt die Verbindung gerade weg, Marco? Dein WLAN geht aus? Okay, nee, eigentlich nicht. Ach so, jetzt ist wieder da. Weg. Okay, gut, sorry. Also, es
müssen sowieso, glaube ich, verschiedene zusammenspielen. Hm. Es müssen welche da sein, die knallhart die Fakten bringen, die die Wahrheiten aussprechen, die unbequemen Wahrheiten aussprechen. Es müssen die sein, die die psychologischen Hürden überwinden, damit die Leute das begreifen. Oder es müssen vielleicht auch die sein, die mit anderen Mitteln Positionen deutlich machen können. Ich glaube, es muss ein Zusammenspiel sein. Aber wie beim Klimawandel muss das in einem ziemlichen Crash gehen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ein bisschen hier und ein bisschen da und wir machen das, das habe ich in der SPD, ich glaube, das ist eher naiv. In der SPD habe ich zu viel erlebt, wie Leute, die mit gutem Willen versucht haben zu sagen, ja, wir müssen das ganz Schritt für Schritt müssen wir versuchen, die Partei zu verändern und dann bestimmte Dinge durchzubringen. Die haben aber schon die Schere im Kopf, den Kompromiss, bevor man mit den eigenen Leuten redet. Dann mit den eigenen Leuten muss mindestens noch ein Kompromiss gemacht werden. Und wenn dann die Partei sogar mal was dann sagt, dann müssen die wieder einen Kompromiss mit der Union oder mit anderen machen. Das heißt, du machst am Ende den Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss und dann bleibt nichts übrig. Und hier muss es ein Big Deal sein. Also du musst sozusagen richtig fett da dran gehen und groß denken. Und vielleicht ist es aber auch das, was fehlt. Das ist auch vielleicht das, was beim Klimawandel fehlt. Mit Großdenken meine ich eben nicht nur sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern auch sagen, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich. Und wirklich wieder sowas wie eine Utopie, eine Vision zu haben. Und das ist vielleicht weniger naiv, als immer das Gleiche zu machen. Also Einstein hat ja mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche macht, und davon ausgeht, dass man irgendwann ein anderes Ergebnis kriegt, dann ist man wahnsinnig. Und vielleicht muss man eben viel größer denken und viel größere Ansagen machen, aber auch mit einer Perspektive, damit es irgendwie funktioniert und die Leute es begreifen. Ich bin, also ich, wenn ich fragen, wenn ich dich wahrscheinlich fragen würde, wie eine utopische Idealvorstellung der demokratischen Institute aussehen würde, politisch, also der politischen Infrastruktur und so weiter, dann, oder wenn ich mir die Frage selber stellen würde und sie dir fragen, dir stellen würde, würden wir wahrscheinlich auch in so einer Art, ja, Lobbyismus verbieten. Da sagst du wahrscheinlich auch nicht nein, da sagst du ja, genau. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Demokratie ja per se immer Kompromiss bedeutet. Und Konsens. Ja, klar. Am Ende ja, aber nicht schon vorher. Ja, am Ende schon, aber ist es dann nicht auch okay, sich auf einen Konsens vorzubereiten, wenn man weiß, dass der unausweichlich ist? Ja, aber dann nimmst du den Konsens vorweg und dann wird der weitere Konsens aus dem Konsens geboren. Genau, und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, das, was wir immer machen, wenn wir überhaupt was machen, ist rumdoktern an Symptomen. Aber du musst an die Wurzel. Wenn wir ein bisschen Klimaschutz hier machen und ein bisschen Klimaschutz da machen und nicht an den wirklichen Ursachen hantieren, dann werden wir es nicht erreichen. Das machen wir nämlich jetzt seit 20 Jahren auf irgendwelchen Klimakonferenzen. Und wir haben nicht ein Jahr einen Fortschritt erzielt. Nicht ein Jahr geht es in eine andere Richtung. Das heißt, diese eigentlichen kleinen Fortschritte, Konsensgeschichten, die es gibt oder immer den Konsens suchen auf der Klimakonferenz, führt jedes Jahr dazu, erstens, dass wir ein Jahr näher am Abgrund sind und zweitens, dass wir wieder mehr CO2 verbraucht haben als das Jahr davor. Und deswegen ist Schluss mit diesen kleinen Schritten und mit diesen, natürlich muss man hinterher einen Konsens hinkriegen, aber man muss vielleicht auch vorweggehen. Ich habe bei Klimakonferenzen immer gesagt, Klimakonferenz kann man machen. Aber letztendlich vergeudet es unglaublich viel Papier, Ressourcen und CO2. Man muss teilweise einfach mit denen vorweggehen, die fortschrittlicher sind und man muss mit den Willigen vorweggehen. Und dann folgen die anderen irgendwann. Und das muss man, glaube ich, in der Politik auch machen. Immer nur zu überlegen, mit wem man jetzt auch noch sich ausgleicht und wen man auch noch mit ins Boot holt, dann verliert man am Ende. Sondern man muss die großen Schritte gehen, und dann werden die Leute mitkommen. Und trotzdem, natürlich muss man sich dann im Konsens reinsetzen. Aber der Konsens wird ja gemacht mit den Machthabern. Der Konsens wird gemacht mit den Profitlobbyisten. Der Konsens wird nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Auch das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich einen Konsens mache mit den Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel, indem ich sage, ja, ich mache den Klimaschutz, aber euch nehme ich mit. Und gerade die nicht so viel Geld haben, nehme ich besonders mit. Das ist für mich der Konsens. Und nicht der Konsens, dass die Industrie noch Milliarden hinterher
geschossen kriegt, die sozusagen das Klima zerstört hat, die ganz lange davon profitiert hat. Wir haben nämlich ein System, wo die Profite privatisiert sind und die Risiken vergesellschaftet sind. Und das muss andersrum sein. Und da mache ich keinen Kompromiss mehr. Mhm. Und ich mache auch keinen Kompromiss mehr, dass die Menschen, so wie Merkel das immer, sie hat das von der marktkonformen Demokratie gesprochen. Eine marktkonforme Demokratie, das heißt sozusagen, dass sich die Demokratie und die Menschen dem Markt unterordnen. Auch da mache ich keine Kompromisse. Nein, der Markt macht, der muss sich dem Menschen unterordnen und der Demokratie unterordnen. Dann können wir beim Markt Kompromisse machen, was vom Markt geht und was vom Markt nicht geht. Ich bin jetzt nicht der, der ein komplett anderes Wirtschaftssystem da haben möchte. Aber die Linie muss andersrum sein. Und dann bin ich zu Kompromissen bereit. Aber bestimmte Sachen gehen eben nicht. Und die Kompromisse immer zu machen, dass die dann noch hochsubventioniert werden, die sozusagen alles zerstört haben, das kann nicht sein. Ich kann ja sagen, Christian Lindner gefällt nicht, was du da sagst. Nee, das wäre auch gut so. Wenn dem irgendwas gefällt, was ich sage, dann mache ich was falsch. Weil der genau, ja, das ist der personifizierte Profit-Lobbyist, ne? Oder Lobbytarier, wie ich es nenne, ne? Der genau zwischen denen steht und der wir können jetzt eine Wette abschließen. Hm. Wenn er irgendwann aus der Politik rausgeht, dann kriegt er einen hochdotierten Lobbyjob und verdient das Zehnfache von dem, was er jetzt verdient. Ja. Das ist sozusagen auch am Ende eigentlich sein Wille. Das ist aber keine Wette, das ist eine Erwartungshaltung, die du und ich hast. Ja, und das ist, und da, deswegen kann ich sozusagen so jemanden auch nicht ernst nehmen. Es gibt Liberale, die nehme ich ernst. Hm. Die nehme ich nicht ernst. Und es gibt Liberale, die wirklich auch noch was. Die wirklich auch was Liberales haben, wie damals Baum und Hirsch, ne, wo es dann, die dann auch die Klappe aufreißen, wenn wirklich Freiheit auf dem Spiel steht. Ob das jetzt im Datenbereich ist, ob das die persönliche Freiheit und so weiter ist. Aber da höre ich von der FDP auch nichts, sondern es geht immer sozusagen nur um die Freiheit der Besserverdienenden. Mhm. Sag mal, wie stehst du denn eigentlich? Ich habe mir für die ganze Zeit überlegt, wie das von der Partei aus war, aber grundsätzlich zum Thema direkte Demokratie, aka Volksentscheide. Hast du da eine Position? Ja, eine ziemlich klare sogar. Also wir haben ein parlamentarisches System, wir haben eine Parteiendemokratie. Wie gesagt, ich glaube, dass es grundsätzlich auch ein wichtiger Part sein kann, eine Parteien und auch diesen Apparat, den wir da haben, gerade mit Bundestag, aber dann muss er funktionieren. Darf es keinen Fraktionszwang geben, dann muss es da eine Offenheit geben, dann muss sozusagen auch überfraktionell, also ich bin ja manchmal sogar vielleicht konsensualer als andere, ich habe nämlich immer versucht, über Parteigrenzen hinweg zu arbeiten. Das muss aber auch möglich sein. Ich sage aber, in diesem Parteiensystem herrscht eine Parteientaktik vor. Ich glaube sogar, dass man, ich würde mal schätzen, 50% der Zeit damit verbringt, Parteitaktik zu machen, auch eigene Parteitaktik zu machen, wegen der eigenen Karriere, die eigenen Strömungen, meinen Posten wieder zu sichern, andere Leute rauszudrehen, das kostet 50% der Zeit. Wir sollten lieber die Zeit nehmen, um mit anderen überfraktionell, überparteilich zu reden, welche Dinge wirklich sinnvoll sind. Deswegen glaube ich schon, dass man dieses System, wie es ist, also in den Grundzügen, wie es gedacht ist, nicht wie es jetzt ist, aber wie es gedacht ist, aufrechterhalten kann, aber man muss es ergänzen. Ich bin sehr stark dafür, Petitionen mehr Raum zu geben. Die reichen bis zum Petitionsausschuss und dann interessiert sie kein Mensch mehr. Ich glaube, in 18 Jahren oder 17 Jahren SPD-Fraktion haben wir dreimal über eine Petition geredet und fast jeden Tag wird eine geschrieben. Und also es interessiert eigentlich im Bundestag keiner. Das muss eine Auswirkung haben. Ich bin dafür, dass man Bürgerinnen, Räte, Versammlungen oder wie auch immer einberuft per Losentscheid. Die sollen Entscheidungen treffen zu bestimmten Sachverhalten, indem sie sich informieren können, indem sie Expertinnen, Experten zuladen, auch Politikerinnen und Politiker, und dann Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen sind dann nicht per se bindend, aber die werden in Gesetzesinitiativen gegossen, über die wir dann im Bundestag abstimmen sollten, und zwar ohne Fraktionszwang. Das wäre auf einmal sehr spannend. Und dann muss man sich nämlich erklären, wenn man so einem die Geschichte nicht zustimmt. Und dann wären auch die Medien auf einmal dabei, weil es nämlich interessant ist, wenn so ein Gesetz im Bundestag kommt und nicht von der Bundesregierung. Mhm. Wie verhalten sich die Parteien? Wie verhalten sich die Abgeordneten? Dann hätten wir eine spannende Diskussion. Und ich bin auch für Volksentscheide, aber auch mit Begrenzungen. Mhm. Eine Verquickung zum Beispiel von Volksentscheid und Bürgerinnen
Rat, finde ich zum Beispiel auch spannend, wenn der Bürgerinnenrat sagt, das und das muss entschieden werden und der Bundestag kann sich nicht darauf einigen, dass es in bestimmten Fragen dann einen Volksentscheid gibt. Also gerade die Kombination von Parlament, Petitionen, Bürgerentscheid und Bürgerinnenrat, das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Da könnte man eine Menge machen. Das, bei allen Themen, denke ich, ist das nicht sinnvoll. Es gibt eine Menge, die sollte man wirklich im Bundestag machen. Aber es gibt einzelne Entscheidungen, da sollten die Bürgerinnen und Bürger eine Chance haben, mitzuentscheiden, weil ansonsten reduziert sich alles auf einmal in 4 Jahren wählen. Und wie ist das dann eigentlich? Ich wähle eine Partei, die Sachen verspricht im Wahlkampf, die sie nicht hält, die in eine Koalition geht, die ich sowieso nicht will, weil sie sozusagen sich ja alles offen halten, sich dann hinter einem Koalitionspartner verstecken und hinter einem Koalitionspapier, was mit Leuten vereinbart wurde, die nicht legitimiert wurden, die nicht im Bundestag sitzen und wo ich mich aber als Bundestagsabgeordnete 4 Jahre dran halten muss. Das ist sozusagen dann die Wahl der Bürgerinnen und Bürger. Dass sich da irgendwann alle beschissen fühlen, ist doch klar. Deswegen muss es dazwischen Möglichkeiten des Eingriffs geben. Also ist es weniger der klassische, also so wie ich mir klassischen Volksentscheid vorstelle, wir machen das jetzt so, du sagst A oder B, sondern ist, also die Brexit-Idee jetzt mehr oder weniger, sondern es ist eher eine Initiative aus Petitionen, BürgerInnen-Beiräten, die dann einfach das in Gesetzesvorschläge gießen und darüber wird dann abgestimmt. Und das würde dann so in meiner Wahrnehmung zumindest dazu beitragen, um tatsächlich auch heftig Politikverdrossenheit einfach zu bekämpfen. Genau, weil es gibt eine Möglichkeit und dann sitzt ja sozusagen, selbst wenn ich nicht selber in so einem Bürgerinnenrat sitze, weiß ich, das sitzt der Handwerker, die Krankenschwester, was auch immer, aus Buxtehude oder aus meinem Nachbarort da. Und es sitzen mal andere Leute da, die mitzubestimmen haben. Und man könnte sozusagen, gerade wenn man diese Petitionen aufbläht und denen mehr Raum gibt, auch was erreichen, indem man Unterschriften sammelt. Und nicht nur, dass man den Petitionsausschuss behandelt, sondern dass es wirklich eine Gesetzesvorlage wird ab einer bestimmten Zahl. Damit hat man eine gute Kombination. Und dann kann es immer noch Möglichkeiten geben, wo es auch dieses Ja oder Nein gibt. Aber das gibt nur bei bestimmten wichtigen Großentscheidungen, wo es auch ganz klar nur Ja oder Nein gibt. Ne? Also wo man nicht differenziert ein Gesetz irgendwie aufstellen muss. Ne? Das eignet sich, finde ich, nicht. Und natürlich nicht für Grundgesetzgeschichten. Ne? Also ob jetzt die Religion verboten wird oder nicht. Ne? Sowas kann man nicht mit einem Volksentscheid lösen. Darf man auch nicht lösen. Aber zum Beispiel steigen wir aus der Kohle aus 2038 oder steigen wir schon 2034 aus der Kohle aus? Mhm. Ne? Das könnte man am Ende, wenn zum Beispiel so ein Bürgerinnenrat sich nicht entscheiden kann und der Bundestag das verschleppt, wie auch immer, das könnte man dann in so einem Bundesentscheid auch abstimmen lassen. Ja, oder lässt man die Atomkraftwerke so lange noch laufen? Oder, ja, genau, solche klaren Sachen. Ne? Das ist natürlich, muss man auch da sehen, das ist auch immer nicht so klar, weil man natürlich auch andere Optionen noch haben kann. Aber auch das will ich eben nicht ausschließen, auch das, diese Elemente soll es geben. Aber ich finde, man könnte sie gut verknüpfen und nicht nur alle einzeln im Raum stehen lassen. Also wer glaubt, dass man jetzt nur mit Volksentscheiden Mitbestimmung lösen kann, der irrt, weil auch da werden sich viele nicht beteiligen. Es ist natürlich, können einige sehr viel Werbung reingeben mit viel Geld, so wie das jetzt auch den Werbekampagnen der Parteien sind. So wird es da ja auch Lobbyisten geben, die da sehr viel Geld reinstecken können, dass ein Volksentscheid so oder so ausgeht. Also sich alleine nur davon abhängig zu machen, halte ich auch nicht für richtig. Ich finde das sehr interessant, was du sagst. Ich bin tatsächlich großer Gegner von Volksentscheiden. Also ich bewege mich natürlich in einem Medium, das sehr stark vernetzt ist und ich streame jetzt auch schon ewig, seit 7 Jahren. Ich bin auch digital, also ich bin halt, man kriegt halt auch so digital über die Wandlung des Internets und diesen neuen Schwerpunkt. Irgendwann hat man dieses weiße Rauschen und man kriegt alles gleichzeitig mit. Kann sehr überfordernd sein, aber durch dieses alle gleichzeitig mitbekommen, ist mir auch klar geworden, wie stark Populismus und Fehlinformationen halt einfach Auswirkungen auf Menschen haben. Und ich habe bei Volksentscheiden auch immer die Befürchtung, dass halt genau das zu sehr dazu beiträgt, Meinungen zu beeinflussen, weil Leuten
weil Leuten es relevanter ist, weil bei vielen Leuten es relevanter ist, was in der WhatsApp-Gruppe A, in der Facebook-Gruppe B oder in Spiegel.ru ja, gesagt wird, als in fachbezogenen, sachlichen und vertrauenserweckenden Quellen. Wie kann man, also ich finde es sehr, sehr gut, dass du sagst, hey, wir könnten das so und so machen oder hey, da gibt es die und die Angangspunkte, also Ansatzpunkte, aber ist es nicht trotzdem eine Gefahr, dass wir am Ende auch bei klaren Entscheidungen, hey, Kohle hier, hey, Atomkraft da, hey, so und so sieht's aus, dass da dass da Propaganda und Fehlinformationen klar dazu beitragen, dass das in die Hose geht? Ja, Brexit, natürlich. Also ich bin da auch bei dir, ne? Aber deswegen habe ich das ja gerade schon gesagt. Das alleine ist nicht der Heilsbringer und ich sehe da auch bestimmte Gefahren, dass das natürlich auch missbraucht wird. Und deswegen bin ich eben für eine Kombination von Dingen. Also nie nur allein ein Volksentscheid und der ist dann bindend, sondern eben, weil er zum Beispiel eben einen Bürgerinnenrat irgendwie zwei Optionen erarbeitet hat. Also immer eine, oder der Bundestag entscheidet danach, wenn sozusagen aber ein Volksentscheid das gegeben hat, muss es dann in Gesetzesform gegossen werden. Also da kann man sozusagen durch eine Verknüpfung ein bisschen von diesem Problem, von der Problematik nehmen. Mhm. Ich sage aber auch, dass auch der Bundestag ja nicht gefeit ist. Also wir haben so viele Fehlentscheidungen getroffen, also dass die Bevölkerung Fehlentscheidungen trifft, natürlich auch, weil sie beeinflusst wird und weil Propaganda, weil Populismus, weil oder durch Geld, einfach reine Geldmittel, dann eine Entscheidung auch beeinflusst wird. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber das ist im Bundestag ja genauso. Also nur, weil wir jetzt irgendwie ein bisschen hauptberuflich das machen. Also wir haben von 80% von dem, was beschlossen wird im Bundestag, keine Ahnung. Können wir gar nicht. Es sind so viele Themen, die beschlossen werden. Es gibt so viele Beschlüsse. Wir können die nicht durchblicken. Ich habe gerade ja ein bisschen erklärt, wie die Abstimmungen selbst laufen. Selbst wenn es um Krieg und Frieden geht. Ich würde wetten, die meisten Abgeordneten wissen nicht, welche Einsätze wir der Bundeswehr haben. Und das sind ja nun ganz wichtige Entscheidungen. Das heißt, wir können nicht glauben, dass das immer klug entschieden wird oder zumindest wissend entschieden wird, sondern da funktionieren die Mechanismen ganz genauso, die auch beim Volksentscheid laufen können. Das heißt aber nicht, dass ich, wie gesagt, sage, wir müssen jetzt unbedingt Volksentscheide machen und dann wird alles gut. Nee, ganz sicher nicht. Deswegen glaube ich, sollten wir das verknüpfen. Und wir brauchen natürlich dazu eine unglaublich kritische und offene Zivilgesellschaft und natürlich auch Vorbereitung. Gerade Brexit ist ja ein schlechtes Beispiel, weil da einfach fast keine Vorbereitung war und dann sozusagen am Ende abgestimmt worden ist. Aber wenn man sich zum Beispiel die Entscheidung von Bürgerinnenräten anguckt, ob in Frankreich, ob in Irland, wo es zum Beispiel auch moralische Fragen geht, kann das ja auch eine große Hilfe sein, also um Abtreibung geht, hätte man ja Irland nie zugetraut, dass sie da auch mal ein bisschen grundsätzlicher und faktenreicher abstimmen, als nur moralpredigend. Also die ganzen Bürgerinnenräte, die irgendwo was entschieden haben, finde ich, haben ziemlich kluge Sachen entschieden. Nur sind die dann, also in Irland ist dann auch mal was umgesetzt worden, aber in Frankreich und in anderen Ländern hat das zu nichts geführt. Deswegen finde ich eher sogar die Konzentration auf diese Bürgerinnenräte, aber Aufwertung von Petitionen und auch Volksabstimmungen müssten möglich sein, aber mit bestimmten Bedingungen. Und nochmal zur Zivilgesellschaft. Ich möchte die Zivilgesellschaft aufwerten. Ich möchte, dass Gemeinnützigkeit ausgeweitet wird. Wir machen im Augenblick das Gegenteil. Wir entziehen, ich nenne ja Demokratorinnen, wir entziehen Plattformen, Organisationen die Gemeinnützigkeit und damit entziehen wir die letzte Möglichkeit, Gelder zu akquirieren, weil sie leben teilweise von der Gemeinnützigkeit, weil wenn man so einem Verein Geld spendet, kriegt man die Hälfte wieder zurück und davon leben die Vereine. Und wir sagen dann, nee, die sind aber politisch, diese Vereine, und deswegen wollen wir das nicht, weil wir sind die Parteien, wir haben das eigentliche Recht, politisch zu sein und die dürfen das nicht sein, also entziehen wir denen die Gemeinnützigkeit. Aber wir Parteien stecken uns die ganze Kohle alleine rein, die der vom Staat für sowas geht. Das möchte ich komplett ändern. Ich möchte, dass Vereine natürlich politisch sind. Wenn eine
Organisationen, die sich im Verfolgen des Nationalsozialismus einsetzen, natürlich sind die politisch. Die müssen auch politisch sein. Den kann man doch nicht die Gemeinnützigkeit wegnehmen. Oder eine Plattform, die anderen eine Basis gibt, Petitionen zu geben. Ja, natürlich sind sie politisch. Die sind nicht parteipolitisch, aber natürlich sind sie politisch mit ihrer Aktion. Und Greenpeace ist auch politisch. Ja, klar ist es kacke, mit so einem Flieger dann in die EM reinzufliegen, aber denen deswegen die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Also, sorry, dann müsste die CDU die Gemeinnützigkeit schon längst abgeben. Dann dürfte man der CDU schon lange nichts spenden. Ne? Alleine die ganze Kack-Korruption, die da jetzt hochgekocht ist, und das ist nur die Spitze des Eisberges, dann dürfte die ganze CDU keine einzigen Euro mehr an Spenden kriegen, wenn man Greenpeace die Gemeinnützigkeit wegnimmt. Ich verstehe, was du sagen willst bezüglich dieser Gemeinnützigkeit der Vereine. Ich habe das auch verfolgt. Da gab es ja diesen, diesen Verein, der sich mit der mit dem National mit dem Andenken, mit dem Bewahren von antifaschistischen von antifaschistischen Positionen und dem Bewahren der Erinnerung beschäftigt, und denen wurde dann geschrieben, tut mir leid, Politik, Sie sind nicht mehr gemeinnützig. Genau. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal hochzählen. Aber auch, aber auch Organisationen wie Attac oder Kampakt. Ja. Ne, danke nochmal an den Finanzminister Olaf Scholz, dass er mitgeholfen hat, dass die alle keine Gemeinnützigkeit mehr haben. Ich finde, das ist ein Skandal. Das müsste umgedreht werden. Ja. Und wenn wir sollten doch über jede Organisation dankbar sein, die sich engagiert, die was macht, die die Zivilgesellschaft stützt. Genau das müssen wir aufwerten. Auch das wäre ein Bereich für Mitbestimmung und Resonanz. Weil genau das geht verloren. Ich mag dieses Wort Resonanz, auch wenn es vielleicht so ein alter Begriff ist. Ich glaube, genau das bricht zusammen. Die Resonanz zwischen Profipolitikerinnen, Politikern, also nicht nur zwischen Politik und Menschen, sondern zwischen Profipolitik und den Menschen. Teilweise auch zwischen Profipolitik und den Parteien. Weil die Parteien eigentlich so Wahlvereinen wären, da gibt es kaum noch Resonanz. Es wird nur von oben nach unten beschallt. Es wird beschallt. Und es gibt keinen Austausch, keine Resonanz mehr dazwischen. Und alles, was es noch an Resonanz gibt, müssten wir doch stärken, müssten wir ausbauen. Mhm. Und dazu gehören solche Plattformen, die Petitionen macht. Dazu gehören auch natürlich Medien, ja auch du, der sozusagen jetzt irgendwie redet und diskutiert. Natürlich redet man dann manchmal mit dem Falschen und natürlich kommen dann Argumente, die vielleicht nicht in Ordnung sind, aber auch das gehört zu einer Demokratie dazu. Nur auch da mal ein Beispiel, wo ich denke, was falsch läuft. Also die Partei hat hier einer NGO, also einer Nichtregierungsorganisation, die Möglichkeit gegeben, ich will jetzt gar nicht in die Pfanne hauen, deswegen sage ich gar nicht, wer das ist, aber auf der Veranstaltung zum Wahlkampfauftakt selbst einen Slot zu haben und zu reden. Jetzt haben die das abgelehnt, weil Parteien und so weiter. Ja gut, kann man machen. Man hätte aber auch hingehen können und reden können und sagen können, ey, liebe andere Parteien, gebt uns bitte diesen Slot auch. Ne? Und vielleicht sogar auch die Partei kritisieren in der Rede. Hätten sie auch gekonnt. Die hätten alles gekonnt. Aber diese Organisation macht das nicht. Und sie redet auch sonst nicht mit Politikern. Sie redet über Politiker, aber sie redet nicht mit ihnen. Sie lädt sie nicht ein zu den Diskussionen. Das müsste aber geschehen. Das müsste geschehen. Also nicht nur die Resonanz von der Profipolitik zu den anderen bricht ab, sondern auch von den anderen. Die anderen, die können ja kritisieren, die müssen auch kritisieren, aber die sollen auch einladen. Die sollen auch mit den Politikern reden. Also zu sagen, mit denen rede ich nicht und mit Parteien rede ich nicht. Ich will mich vor keinen Karren spannen lassen. Verstehe ich zwar irgendwie, aber es macht keinen Sinn, weil sie damit natürlich nie was erreichen werden. Um auf den ursprünglichen Punkt der Volksentscheide nochmal zurückzukommen, weil wir jetzt abgewichen sind und dass ich da mal ein Fazit ziehen kann, so für mich einfach. Also wäre in meiner Wahrnehmung so ein Mittelding, so ein Konsens oder so ein Dazwischen ganz gut. Das heißt, nicht die Verantwortung für Entscheidungen in einer parlamentarischen Politik auf die eventuell nicht ganz so viel wissenden Bürger umzuwälzen, sondern über Elemente der Nachfrage und vielseitigen Rückfragen und eventuellen Gesetzesvorschlägen Fundamente zu schaffen, die dann halt durch die parlamentarische Politik durchgejagt werden und wo dann einfach gesagt wird, das können wir machen, weil das ist ein Wunsch der Bevölkerung, das können wir nicht machen, weil das ist vielleicht ein Wunsch der Bevölkerung, aber ihr wisst nicht, was ihr da redet. So habe ich das jetzt verstanden. Das wäre für mich ein zentrales Element. Aber man muss sich dann eben rechtfertigen, wenn man das nicht tut. Ne? Und es muss dann auch da sozusagen klar sein, dass es nicht aus einer Parteitaktik ist oder wegen Fraktionszwang. Ich finde, dann ist es eine gute Kombination. Ja. Okay, gut.
Das finde ich tatsächlich, das macht auch Sinn. Finde ich sehr gut. Wie fühlt sich das jetzt? Also ich habe heute, ich gucke ja regelmäßig mal nach den Umfragewerten. Guckst du die Umfragewerte an? Ja, lässt sich gar nicht vermeiden. Ich hätte mich irgendwie jetzt auch gewundert, wenn, wenn du jetzt den Söder machst und sagst, ah, ja mei, ich guck mir das nicht an. Scheiß auf die Umfragewerte. genau. Aber, egal, geht die aber der hat heute sehr interessante Umfragewerte rausgekommen, 24. August. Um 14 Uhr hat wahlrecht.de, das sind so die verlinkenden Umfragewerte, die so jeden Sonntag zur Bundestagswahl gemacht werden, getwittert und gezeigt. Und das ist das erste Mal, dass im Rahmen dieser aktuellen, des Superwahljahrs, heute von Forsa die SPD mit 23% vor der CDU-CSU mit 22% ist. Was macht das für dich als ehemaliger SPDler, wenn du das hörst oder siehst? Ja, sehr gemischte Gefühle. Also einerseits möchte ich natürlich, dass trotz allem die SPD vor der Union liegt und Laschet wirklich ja nun der allerschlechteste, schlimmste Kandidat ist, den man sich so vorstellen kann. Also ich kann immer noch nicht verstehen, wie man so doof sein konnte, den an die Spitze zu stellen, aber wahrscheinlich ist es halt dann auch verdient. Das ist natürlich das Grundsätzliche, was ich dazu sagen muss. Ich weiß aber natürlich auch, dass es unverdient ist für die SPD, weil sie sozusagen nur diejenige ist, die jetzt davon profitiert, dass die anderen im Prinzip nicht viel richtig machen. Und davon profitiert hat, und das finde ich auch interessant, dass die Grünen das auch so gar nicht auf der Rechnung hatten. Also wer so ein bisschen sich die Wahlkämpfe der letzten Jahre angeguckt hat, dann war es ja immer so, dass die SPD war halt der Hauptherausforderer. Die Union war der Favorit, also zumindest nach Schröder dann, und die SPD war der Herausforderer. Und dann hat sozusagen immer die Öffentlichkeit, ein Großteil der Öffentlichkeit danach geschrien, den Konservativsten, den die SPD hat, aufzustellen, um sozusagen gegen die Union eine Chance zu haben. Und den hat man auch immer genommen mit Steinmeier, Steinbrück und so weiter. Und den hat man vorher hochleben lassen. Und wenn das denn war, dann hat man ihn total angegriffen und fertig gemacht und die Union wieder hochleben lassen. Und alles hat sich sozusagen auf den SPD-Kanzlerkandidaten gestürzt und auf die SPD. Und diesmal war die SPD nicht der Hauptherausforderer, sondern der Hauptherausforderer waren die Grünen. So, und dann Baerbock als Kanzlerkandidatin. Deswegen, ich halte es immer noch für einen Fehler, nicht, dass sie es geworden ist, sondern dass sie überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Würden wir jetzt wahrscheinlich alle widersprechen, aber ich halte es für einen Fehler. Können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber lass uns erstmal bei dem SPD-Ding bleiben, weil das interessiert mich auch. Genau, und dann sind die Grünen die Hauptherausforderung gewesen und Baerbock war die Hauptherausforderung. Und dann ist das passiert, die ist ja auch vorher hochgeschrieben worden. Man muss sich das mal anschauen. Ja, wie die Medienberichterstattung war ja so positiv. 28% in den Umfragen, irre. Ja, und überpositiv, ne? Und wie toll das doch ist. Und jetzt ist mal Zeit für Grünen und Zeit für eine Frau und so weiter. Es ging ja alles nur in diese Bubble. So, und genau ab dem Zeitpunkt, wo sie jetzt die Kanzlerkandidatin war und die Grünen die Hauptherausforderung war, hat auf die SPD gar keiner mehr geachtet. Die dümpelten da 14-15% rum. Die SPD hat keiner mehr geachtet. Es ging dann nur gegen die Grünen. Auch unverhältnismäßig. Da wurden Sachen ausgepackt, die ja schon nicht mehr war. Aber ich kenne das alles. Genau so lief das immer bei der SPD ab. Und natürlich bleibt das nicht ohne Spuren. Und erst recht nicht bei jemandem, der dann eine riesen Breitenöffentlichkeit dann doch nicht so bekannt ist. Sondern wird jeder kleine Fehler ausgepackt, dann haben sie natürlich noch eigene Fehler dazu gemacht und. Aber vor allem der größte Fehler für die, fand ich, von den Grünen war, dass sie nicht darauf eingestellt waren, dass sie nicht wie in den letzten Wahlkämpfen unter dem Radar fliegen, sondern jetzt der Hauptbezugspunkt und hauptsächlich im Fadenkreuz waren von allen, die sozusagen die Union natürlich am Ende wieder vorne sehen wollen. Und dann haben sie das ganze Fett abgekriegt und die SPD hat nichts abgekriegt. Ne, also der ganze Cum-Ex-Skandal von Scholz, all seine ganzen kleinen und größeren Verbrechen, HSH, alle völlig waren völlig egal. Ja. So, und dann gab es den riesen Push gegen Laschet als Gegenreaktion. Dann kam Laschet sozusagen aufs Tablett, hat natürlich auch mega Fehler gemacht. Und dann haben sich alle auf Laschet gestürzt und gestürzt. Und so kommt es im Prinzip, dass die beiden Parteien jetzt im Sinkflug sind
Und natürlich, was bleibt den Leuten anders übrig? Ein paar gehen dann zur FDP, ne? Die FDP profitiert davon. Man hätte jetzt auch befürchten können, dass die AfD davon profitiert, ein bisschen vielleicht auch, aber nicht so wirklich. Freie Wähler werden stärker und aber vor allen Dingen profitiert natürlich der einzige Dritte im Rennen und das ist die SPD und das ist Olaf Scholz. Deswegen kommt sowas zustande, wie wir es gerade haben, aber bei allen Meinungsumfragen immer vorsichtig sein, weil die letzten Prognosen waren ja alle nicht so richtig bei den Landtagswahlen. Und was man aber sagen kann, es ändert sich gerade so viel und es gibt ja keine stabilen Sachen mehr. Also Umfrage zu machen wird auch immer schwieriger. Und trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Zeitpunkt, weil jetzt gerade die Briefwahlen losgehen. Ne? Mm-hmm. Sehr interessant zu sehen, dass die Einschätzung, also diese Einschätzung zu sehen, ist sehr, sehr interessant, weil das auf die aktuellen Ereignisse oder auf die Ereignisse der letzten Monate mal ein anderes Licht blinkt, wenn man die Betrachtung der letzten Bundestagswahlen mit einbezieht. Nämlich die Positionierung als Kontrahent fordert auch immer die Medien vielleicht heraus oder fordert halt einfach Akteure heraus, die dann bereit sind, Dinge auszugraben und dich dich durch den Kakao zu ziehen wie kein anderer, damit du als der Kontrahent dann nicht mehr die Option bist. Und wenn ich zurückdenke, ich meine, da sind zu Recht, also wenn ich den grünen Wahlkampf betrachte, dann ist das peinlich, mehr als peinlich, aber nicht, weil da so viele Fehler gemacht wurden und ich sagen würde, oh ja, Lebenslauf und so, ist scheißegal, das ist gar nicht das, was peinlich ist. Das, was peinlich ist, ist die Inkompetenz zu das umzusetzen, was man sagt im Wahlkampf, wenn es darum geht, die Programmpunkte in tatsächlich gelebte Parteiwerbung zu verwandeln. Denn die setzen sich hin, und das ist mein größtes Problem bei den Grünen, also das zweitgrößte ist Homöopathie, aber das ist ein anderes Thema. Meins übrigens auch. Dass die setzen sich hin und sagen, wir sind an einem Punkt, an dem wir selbstbewusst der Wissenschaft vertrauen und Klima die Brandmauer der menschlichen Existenz wird. Wenn wir es bis 2030 nicht schaffen, den IPCC-Einschätzungen entsprechend, 2030 nicht schaffen, 1,5 Grad zu verhindern, ist das ein unumkehrbarer Wert. Und das sind Argumente, die erstmal wirken, aber die sich nicht im Wahlkampf widerspiegeln, weil die nicht den Wahlkampf, der Wahlkampf entspricht nicht der Aussage. Wenn du tatsächlich diese Prognose abgibst und meiner Einschätzung nach, wenn du tatsächlich sagst, wir stehen an einem Wendepunkt, dann musst du mit Zähnen, mit Fingernägeln und mit Beißen und Kratzen Wahlkampf machen, damit ich auch davon überzeugt bin, dass du das tatsächlich ernst meinst. Ja, also aber da sieht man, dass da zwei Welten zusammenprallen. Ne? Ich glaube, die Erkenntnis ist schon irgendwie da. Und es findet sich ein bisschen was auch davon im Programm, aber auch vielleicht noch nicht genug. Und dann ist aber sozusagen auch der Fakt da, dass die Grünen längst eine bürgerliche Partei geworden sind und dass sie meinen, wie in Baden-Württemberg, dass sie Erfolg haben, indem sie sozusagen teilweise auch die CDU einfach kopieren und die neue CDU werden. Und damit natürlich auch so einen Wahlkampf wie die machen und eben unterschätzt haben, was dann im Wahlkampf wirklich losgeht. Ne? Diese ganze Lobhudelei, die es vorher gab, dann vielleicht eben nicht mehr da ist. Oder zumindest der Gegenwind deutlich, deutlich stärker sein wird. Und das ist natürlich unprofessionell. Und da kommen halt dann Sachen zusammen, die dann nicht mehr zusammenpassen. Ich glaube, sie hätten nicht den Hype gehabt, hätten sie klarer auch den Wahlkampf und das Programm danach ausgerichtet, was du gerade gesagt hast, was die Notwendigkeit ist und wo sie wirklich hinwollen. Dann hätten sie wahrscheinlich nicht den Hype gehabt, aber sie wären bei weitem nicht so abgestürzt, weil dann jetzt fast keine Überraschung mehr gegeben und dann hätte man auch die Angriffsfläche nicht mehr gehabt, weil sie ja vorher schon sozusagen klar gesagt hätten, was sie wollen. Und sie hätten es natürlich viel professioneller flankieren müssen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich meine, das ist ja Satire auch wieder, dass die Partei die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgestellt hat und auf die Listen gesetzt hat. Das haben wir ja gemacht und das sind alles keine Satiriker.
Und nicht die Grünen. Ne? Warum haben die Grünen das nicht gemacht? Und die hätten sie ja noch nicht mal alle aufstellen müssen, aber sie hätten zum Beispiel sagen müssen, das ist unser Gremium, das berät uns, dass wir sozusagen die Bundesregierung mitberaten. Und da hätten sie spielen können mit vielen Dingen. Aber das haben sie alles nicht gemacht, sondern sie haben den Wahlkampf gemacht, ja, wie man den Wahlkampf so macht, wie die CDU den Wahlkampf macht, wie die SPD den Wahlkampf macht. Und man hat diesmal ein bisschen mehr Geld für den Wahlkampf, weil man mehr Spenden bekommen hat. Ich habe mir heute dieses Video angesehen von den Grünen. Ich bin wirklich weggelaufen. Du meinst, ne, meinst du den Gesingsang? Ja, diesen Gesingsang. Also das ist Biedermeier hoch 10. Und das ist genau das. Wir sind ein bisschen grüner, wir sind ein bisschen vielfältiger, aber eigentlich sind wir so wie die CDU. Hm. Genau dieser Spagat, der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Das ist aber die tatsächliche politische Realität, der ich mich auch immer wieder ausgesetzt fühle, wenn ich darüber spreche. Also ich bin jetzt seit 8 Monaten ungefähr in diesem Superwahljahr, in der Aufarbeitung, vorher in diesem amerikanischen Biden-Übergang, Trump, das war alles mega interessant. Mhm. Und das hat das alles ein bisschen eingeläutet und auch so wird der Wahlkampf gemacht. Es ist ein amerikanischer Wahlkampf, es ist ein inhaltsloser Wahlkampf, es ist ein, guck die mal an, so. Genau. So, und die sind noch schlimmer als wir. Ja, guck die mal an. Also, und das ist, und so wird halt, das habe ich halt gemerkt. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass viele Leute gar nicht verstanden haben, vielleicht, dass die Grünen gar nicht mehr diese, guck mal, diese Sandaletten tragenden Hippies an. Die Grünen sind so mittig positioniert in ihrer gesellschaftlichen, in der politischen Realität, sehr, sehr mittig positioniert. Und das hat überhaupt nichts mehr mit linksgrün versifft und sowas zu tun, denn die haben sich da schon sehr gut eingegliedert und das zeigt die aktuelle, leider zeigt das der aktuelle Werbespot auch sehr gut, weil das ist schon ein bisschen bieder. Also was heißt bieder? Es ist schon sehr, hätte ich nicht, konservativ. Sehr ja. Konservativ auch. Ja, bürgerlich konservativ, leider auch bieder und im Endeffekt genau, und das ist genau das, wo sie sich jetzt so nicht entscheiden konnten. Ne? Weil ein Teil des Erfolges ist natürlich genau das, sie genau so sind. Ja. Und aber auf der anderen Seite verabschieden sie sich dann auch von klaren Zielen, von klaren Positionen und von Positionen, die sozusagen wirklich was anders wollen. Und natürlich kriegt man dann den Eindruck, am Ende kommt das Gleiche raus. Dann wird vielleicht die SPD, das war ja lange so, dann wird die SPD durch die Grünen ausgetauscht. Aber was soll sich da ändern? Mhm. Ne, das war sozusagen doch irgendwann so das Lied, was bei den Leuten im Kopf rumging. Und da fängt es zum Beispiel an. Also hätten zum Beispiel die Grünen gesagt, nee, also wir gehen keine Koalition mit FDP oder CDU ein. Oder zumindest, wenn wir eine Koalition eingehen, das sind unsere Leitplanken. Über die gehen wir nicht. Das und das muss passieren, ansonsten machen wir die Koalition nicht. Also eine klare Ansage für die Zukunft, damit die Leute sich verlassen können, wenn sie grün wählen, kriegen sie nicht hinterher Laschet als Kanzler und vielleicht nichts Besseres oder vielleicht noch was Schlimmeres, als es jetzt rot-schwarz war. Und das schreckt dann doch wieder ab. Ne? Und das ist diese Spagat wollten sie schaffen. Sie wollten das Bürgerliche ansprechen, aber dann doch die ganze Klimabewegung auch zu sich ziehen und. Und das alles funktioniert eben nicht. Du hast eben. Aber da muss man halt auch sagen, bin eigentlich auch fertig, aber das zeigt natürlich, muss man auch sagen, vielleicht auch, dass sie keine Erfahrung haben, auf diesem Level da mitzuspielen. Mhm. Ja, das ist, und die SPD hat ja den gleichen Fehler immer wieder gemacht, also warum sollen die Grünen den nicht das erste Mal auch machen? Warum, du hast eben gerade gesagt, ja, da hätte sich kein Kanzlerkandidat aufstellen lassen dürfen. Was meinst du, wie meinst du das? Ich weiß, dass mir da alle widersprechen, aber ich habe damals gesagt, und das war jetzt noch lange bevor Baerbock aufgestellt, ich habe auch gesagt, ja, die werden Baerbock aufstellen und das ist dann auch die vielleicht bessere Wahl, aber ich habe auch gesagt, ich würde keinen aufstellen. Wieso? Ja, ich sag, weil genau dann, das habe ich vorher gesagt, das passieren wird. Wenn sie einen aufstellen, wird der zerpflückt. In dem Augenblick, wo sie ihn aufstellen, wird der zerpflückt. Das ist, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen aus der Zeit mit der SPD, wie das dann immer lief. Und ich habe gesagt, wenn die Grünen das nicht machen, klar, dann sagen die Leute, oh, jetzt kein Machtanspruch und so weiter, den muss man stellen. Ja, aber es hat ein bisschen was von Demut, zu sagen, nee, wir treten als Team an und wir entscheiden das dann, wenn es dann soweit sein sollte. Aber das ist, der Weg ist lang bis dahin.
Und nur weil wir jetzt so gute Umfragewerte halten, heißt das auch nicht, dass wir die halten. Wir kommen aus einer Situation, wir sind nur die fünfstärkste Kraft im Bundestag. Wir wollen als Team antreten. Wir haben verschiedene Stärken, wir haben verschiedene Facetten, wir haben mehrere Leute. Und dann könnte auch nicht das ganze Team kaputtgeschossen werden. Und dann, klar, hat man dann einen schwierigen Prozess am Ende. Aber wie man jetzt sieht, sind sie weit davon entfernt, einen Kanzler stellen zu müssen oder zu dürfen. Und ich glaube, dass das der bessere Weg gewesen wäre, weil man das auch nicht unbedingt nur erwartet. Und das hätte eine gewisse Demut ausgedrückt und ein Teamgefüge. Und so haben sie alles so gemacht, wie alle anderen das immer gemacht haben. Und dann wären sie eine ganz normale Partei wie alle anderen Parteien. Und ich glaube, das ist ja genau das, was die Leute vielleicht nicht immer nur so haben wollen. Sehr interessant. Also ihr kennt Chat, ihr könnt jetzt übrigens anfangen, Fragen zu stellen. Ich werde immer mal welche einfließen lassen, nur damit ihr das jetzt langsam macht. Ansonsten kommt das am Ende, wird rausgeballert. Ich lese das jetzt immer mal. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, was ich irgendwie vergessen habe in meinem Pamphlet aus Blödsinn vielleicht, das mit aufzunehmen, dann könnt ihr es machen. Aber verlasst euch bitte nicht drauf, sondern ich gucke, dass es halt angemessen ist und nicht irgendwelche dumme Scheiße von wegen, wie groß ist dein Pimmel. So, okay, gut. Interessant, das mal so zu hören, weil daran habe ich über sowas habe ich gar nicht nachgedacht. Also, wäre das möglich gewesen, keinen Kanzlerkandidaten an den Start zu bringen und zu sagen, wir überzeugen nur durch Inhalte? Klar, also das haben sie ja sonst auch immer so gemacht. Klar war der Staat jetzt natürlich, es wäre schwieriger gewesen, das zu verkaufen. Mhm. Aber im Endeffekt haben sie es immer so gemacht und hätten es auch weiter so halten können. Und ich meine, jetzt kann ich natürlich klug scheißen, wo sozusagen das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Aber ich habe das eben definitiv vor einem halben Jahr schon gesagt. Und natürlich hätten sie es machen können. Das ist ja ihre eigene Entscheidung. Und eine Entscheidung, wer dann Kanzler wird, die kann man relativ schnell fällen, wenn sie denn doch die Mehrheit kriegen sollen. Aber dann könnten sie feiern und dann könnten sie es außerhalb, sozusagen aus dem Sieg heraus machen. Und dann kann ihnen das keiner mehr wegnehmen und dann kann den auch keiner, ja natürlich kann man den trotzdem anschießen, aber der hat natürlich dann erstmal 4 Jahre auf jeden Fall sicher Zeit. Jetzt lass uns mal, ich greife das mal auf. Orakel Marco Bülow, das Orakel. Du hast die letzte Prognose gegeben, ich will die nächste hören. Wie siehst du denn, jetzt sind 5 Wochen, 4,5 Wochen noch hin, wie siehst du denn das Ergebnis deiner Einschätzung nach der hochspekulativ jetzt, wie sieht denn das Ergebnis für dich aus, wenn du so mal deine in die Zukunft siehst mit deinen hellseherischen Fähigkeiten, so Morpheus-mäßig? Was glaubst du, ist das Ergebnis am Ende? Also einmal muss man sagen, also das, was ich sehen kann, ist natürlich nur das, was so ein bisschen auf Fakten ruht. Also ich sehe, dass immer mehr Briefwahl machen. Mhm. Das war bei den letzten Landtagswahlen schon deutlich über 50%. Also ich gehe davon aus, dass auch diesmal über 50% Briefwahl machen bei der Bundestagswahl. Das unterschätzen auch fast alle, weil im Endeffekt machen die gerade jetzt Briefwahl und in 2 Wochen hat also die Hälfte schon gewählt. Das heißt, wo die meisten haben ja ihre Hochphase in den letzten 3, 4 Wochen des Wahlkampfes und da ist eigentlich schon die Hälfte gegessen. Mhm. Also von daher sind die Prognosen im Augenblick natürlich gar nicht so unwichtig, weil eben gerade jetzt die Leute Briefwahl machen. Das heißt, die Eindrücke, die es jetzt gibt, ich würde auch jedem empfehlen, selbst, also zumindest wenn er unsicher ist, auf jeden Fall bis zum Ende zu warten. Was kann ja nur noch super viel passieren in diesen 4 Wochen. Aber die Hälfte hat dann schon gewählt. Und das sind nicht nur Leute, die sich wirklich sicher sind, sondern einfach ganz viele und auch nicht nur die Älteren, sondern ganz viele, ach, wer weiß, was ich an dem Tag mache und so weiter. Und ich will das auch gar nicht kritisieren, sondern das ist so. Von daher glaube ich, dass die Prognosen, wie sie jetzt sind, schon einen Teil des Ergebnisses abbilden. Auch wenn Prognosen immer schwieriger sind und natürlich auch nicht nur für Meinungsforschungsinstitute, sondern auch für mich. Ich glaube, normalerweise würde ich sagen, die CDU geht wieder ein bisschen nach oben. Sie ist schon mal sehr stark nach unten gegangen und dann ist sie wieder nach oben gegangen. Aber da wage ich gar nichts mehr zu sagen, weil Laschet wirklich so schlimm und schlecht ist,
dass ich da keine Prognose mehr abgeben möchte. Also es kann sogar sein, dass sie das nicht mehr hinkriegen, nach oben zu gehen. Ich denke mal, es gleicht sich wieder ein bisschen an, weil jetzt wird die SPD in den Fokus kommen. Jetzt wird sie in den Fokus kommen und dann wird es auch noch was geben. Also ganz unbeschadet kommt die dann nicht mehr raus. Das heißt, da wird es auch wieder ein bisschen runtergehen. Eventuell gibt es dann wirklich einen Dreikampf. Das kann ich gar nicht so sagen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall wieder auch ein bisschen fehlerhaft gibt bei der Prognose. Ich glaube nämlich zum Beispiel, dass die kleineren Parteien eigentlich besser dastehen, als sie im Augenblick abgebildet werden. Also diesen Effekt wird es, glaube ich, auch nochmal geben. Mhm. Ne, dass also die anderen von Freien Wählern, ich glaube auch die Partei, aber auch die Linke und so weiter, dass die am Ende ein bisschen besser dastehen, als sie jetzt gemacht werden, weil alles sozusagen blickt jetzt auf diese drei Großen und die bekleckern sich da alle nicht mit Ruhm und das wird nochmal ein bisschen für die anderen ausgehen. Aber das ist so das Einzige, was ich jetzt irgendwie so sagen kann. Ansonsten ist das, kann man eigentlich ja nur sagen, dass immer mehr Menschen nicht wissen, wen sie wählen und immer mehr Menschen dann das kleinere Übel wählen oder taktisch wählen. Und das ist eigentlich nicht mehr das, was ich finde, wie eine Demokratie funktionieren sollte. Also wenn ich das so, da stimme ich dir zu, so sollte eigentlich eine Demokratie, wenn man sie in der Idealvorstellung hat, nicht funktionieren. Aber das, was, gerade weil ich den amerikanischen Wahlkampf und auch dieses republikanische und Demokratending verfolgt habe und die das auch Demokratie nennen, ist es halt sehr schwierig, das in einen verhältnismäßigen Realitätsguss zu setzen, denn das ist ja irgendwo auch Demokratie, ich weiß zwar nicht wie, und jetzt ist die Realität vielleicht auch bei in Deutschland so, dass man die Entscheidung trifft, aufgrund der 5%-Hürde vielleicht auch, jetzt zu sagen, ja, bei den Kleinstparteien ist es vielleicht nicht so richtig angelegt, weil dann gewinnt ja nur wie die CDU. Also ich habe beispielsweise auch bei meinen Wahlumfragen, die ich so mache, wenn ich so das Parteiprogramm durchgehe oder wenn ich diese Wahlomat-Fragen oder Wahlswiper-Fragen durchgehe, habe ich auch immer die Humanisten ganz oben. Und ich habe das Gefühl, wenn jeder, nicht nur in meinem Kanal, ich glaube sogar bei dir, wenn du den Wahlswiper machen würdest, ja, mit mir, dann würde nicht die Partei bei dir ganz oben rauskommen, sondern die Humanisten. Und da habe ich immer das Gefühl, jeder kriegt die Humanisten vorgeschlagen, aber keiner wählt sie. Und die werden nicht gewählt oder mutmaßlich nicht gewählt, wegen dem Hindernis dieser, ja, 5%-Hürde, das lohnt sich nicht. Ach, die kommen, das schaffen die eh nicht. Kann man da. Ja, und weil man über die nichts weiß, kommt natürlich auch noch hinzu. Und ne? Weil sie unbekannt, nicht in der Öffentlichkeit steht. Ja, ja, ich kenne überhaupt niemanden, der für die antritt. Und so weiter. Das ist mir jetzt alles zu unsicher. Wenn die mehr in der Öffentlichkeit stehen würden, dann würden sie wahrscheinlich auch vielleicht nicht mehr ganz oben stehen, dann, weil sie vielleicht auch Sachen eben falsch machen oder weil man dann doch Sachen anders sieht. Aber sie hätten auch die Chance, überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber trotzdem, es wird, also da bin ich mir sicher, der Balken Sonstiges wird steigen. Obwohl die Leute taktisch wählen, obwohl sie dann das kleinere Übel wählen, und obwohl sie nicht nach dem Wahlomaten oder wie auch immer dann handeln, wird der Balken größer werden. Und was kann man denn tun, um diesen größer werdenden Balken besser darzustellen? Weil wenn ich jetzt in die Umfragewerte reingucke und ich sehe 9% Sonstiges, ist es, glaube ich, Moment, dann ist das halt für eine sehr verschleierte, es ist eine sehr verschleierte Aus. Also damit kann ich halt, oh, jetzt habe ich es hier blockiert bei mir gerade. Damit kann ich halt nichts anfangen. Also das ist so, okay, was ist das? Was verbirgt sich hinter diesen 9%? Weil das sind immerhin 9%, das ist mehr als die Linke gesamt hat. So, also das ist fast mehr als die AfD aktuell hat in Umfragewerten. Also was zur Hölle verbirgt sich hinter diesen 9%? Was kann man machen? Was würdest du sagen, kann man da machen? Also es fängt an bei den Meinungsforschungsinstituten. Wir haben die übrigens angeschrieben, weil ich finde, sie da nicht korrekt handeln. Wenn sie Fragen, also diese Umfragen machen, wo dann eben diese 9% rauskommen, dann fragen sie nur nach den Parteien, die im Bundestag sind. Und dann hast du noch die Möglichkeit, Sonstiges anzugeben. Es werden nicht die anderen Parteien aufgeschlüsselt.
Ja. Und ich finde, es müsste Kriterien geben. Natürlich muss man jetzt nicht 200 Parteien aufschlüsseln, aber es müsste Kriterien geben, ab welcher Größe, weiß ich nicht, Parteimitglieder oder bestimmten Prozenten bei anderen Wahlen, dann irgendwie eine Partei auch aufgeschlüsselt wird. Selbst wenn sie dann bei dem Balken 1,3% steht oder so. Aber ich finde, 9% ist einfach nicht mehr, geht nicht mehr. Und deswegen müsste man die anderen mit bei der Befragung mit nennen und nicht Sonstiges sagen. Hm. Weil alleine der Effekt, wenn man dann nennt, so und so und so und so und so und so, gibt es auch noch, ach ja, stimmt, ach, dann nehme ich doch mal die. Ne, das gibt es einfach mittlerweile und das wird total unterschätzt. Freie Wähler werden dann interessanterweise ab und zu mal aufgelistet. Ne, und da frage ich mich, warum denn eben nicht die Partei? Obwohl sie in mehreren Kommunalparlamenten sitzt, obwohl sie im Europaparlament sitzt. Mhm. Also finde ich, müsste es schon Kriterien geben, dass man das erweitert. Und ich würde auch immer auflisten, wie viele sagen, keiner von denen. Das würde ich immer als Balken machen, weil das zeigt, wie unentschlossen die Menschen sind und auch, dass sie eigentlich gar keiner Partei wechseln. Ach, du meinst, dass das nicht Sonstiges heißt, sondern dass das heißt, keiner von denen und dann so ein Pfeil nach links. Genau, also dass das Sonstige muss es auch geben. Mhm. Also wie gesagt, aber dann besser aufgeschlüsselt und dann sozusagen, ich wähle sozusagen keinen von denen und Nichtwähler. Also das, so, die fallen ja immer unterm Tisch. Auch die Nichtwählerinnen und Wähler fallen immer unter den Tisch. Und das ist ein Problem. Ich habe das mal in meinem Buch, habe ich das mal hochgerechnet. Ich habe mir mal Dortmund und die Kommunalwahl angeguckt. Dortmund ist eine Stadt mit 600.000 Einwohnern. Die stärkste Partei hat am Ende nicht mal jeden zehnten Dortmunder erreicht. Natürlich, weil einige nicht wählen dürfen, aber auch, weil viele nicht wählen gegangen sind. Das heißt, bei einer Wahlbeteiligung, die du dann noch hast von 55%, 60%, oder bei dem oder bei der Stichwahl Oberbürgermeister sogar deutlich unter 50%, ich glaube sogar bei 30%, gehen am Ende nur noch so viel wenig wählen, dass die Stärkste oder der sich durchsetzt, der dann Oberbürgermeister einer Stadt ist, nicht mal jeden zehnten Dortmunder überzeugt hat. Und das finde ich so, das ist so ein Riesenskandal eigentlich, aber es schert uns nicht, sondern es wird gefeiert, als wenn sozusagen mindestens jeder zweite Dortmunder oder man eine absolute Mehrheit hat. Mhm. Und ich finde, das müsste deutlich gemacht werden. Ich habe ja sogar mal den Vorschlag gemacht, dass der Bundestag, der Landtag oder was auch immer nur besetzt wird mit allen Sitzen, wenn zumindest die Wahlbeteiligung über 80% war. Ansonsten die Plätze frei bleiben oder per Losverfahren abgegeben werden an irgendwelche Bürgerinnen und Bürger. Dann würden sich die Parteien endlich mal bemühen, die ganzen Nichtwählerinnen und Nichtwähler anzusprechen. Die bleiben nämlich nicht zu Hause, weil sie keinen Bock haben. Die gibt's auch. Aber die meisten sagen, es bringt nichts, wenn ich wählen gehe. Es gibt überhaupt keinen Anreiz mehr für. Und das ist sozusagen eigentlich tödlich für eine Demokratie, wenn das so immer mehr Menschen machen. Und leider geht es immer weiter zurück. Ist jetzt einmal aufgefangen worden, leider durch die AfD, dieses ja. nach unten. Aber übrigens nicht nur, weil dann Leute AfD gewählt haben, die sonst nicht gewählt haben, sondern weil dann auch wieder andere Leute die anderen Parteien gewählt haben und gesagt haben, oh, bevor die AfD reinkommt, dann nehme ich dann doch lieber das, was ich früher mal gewählt habe oder das kleinere Übel. Das Sachsen-Anhalt-Ding, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat ja durch die Prognose ganz, ganz verheerende Ausmaße angenommen mit Führungspartei mit 27% und hat sich dann im Rahmen der tatsächlichen Wahl, haben sich dann einige, weil sie sich so erschrocken haben wahrscheinlich, haben sie sich dann für die CDU entschieden. Ja, das ist ja, das haben wir jetzt bei einigen Landtagswahlen gesehen, dass dann auch in Thüringen dann auch die Linkspartei sogar, also dass man dann gesagt hat, bevor die AfD ist, nehmen wir dann lieber diese andere Partei, die dann da vorne liegt oder die AfD vielleicht als erstes wegkickt. Und wird dann gewählt. Aber auch das ist natürlich erstmal schwierig. Aber auch da kommt jetzt leider ein Effekt, den ich schlimm finde, aber man gewöhnt sich daran, dass die AfD da sitzt. Jeder geht davon aus, sie sitzen natürlich auch im nächsten Bundestag wieder. Fast keiner echauffiert sich darüber, dass sie auch wahrscheinlich im nächsten Bundestag wieder sitzen. Oder sogar sehr wahrscheinlich im nächsten Bundestag wieder sitzen. Es wird als Normalität hingenommen. Das wird sozusagen normal. Normalzustand. Und damit werden natürlich dann auch die wegbleiben, die anderen Parteien wählen, weil sie sozusagen die AfD klein halten wollen. In den Ländern, wo sie vielleicht sogar die Regierung übernehmen könnten oder die stärkste Partei, ist es noch was anderes. Aber bei der Bundestagswahl, glaube ich, wird das schon nicht mehr die riesige Rolle spielen. Und damit wird der Effekt,
dass die Wahlbeteiligung weiter nach unten geht, wieder fortgesetzt. Und das ist, das muss unbedingt gestoppt werden. Und das muss sich zum Beispiel auch in diesen Prognosen und diesen Meinungsforschungsinstituten widerspiegeln, aber auch viel größer diese anderen. Und ich bin auch dafür, ich bin für eine Hürde, aber ich bin nicht für 5%, ich wäre für 3%. Also eine Absenkung auf jeden Fall auch. Weil also das, also nicht die Weimarer Republik, sondern doch noch eine kleine Hürde. Ja, vor allen Dingen, weil man jetzt überlegt, also erstens haben wir eine ganz andere Zeit. Ja. Und wir müssen überlegen, wenn jetzt, sagen wir mal, 30% nicht wählen gehen. Also erstmal haben wir die Leute, die wir ausgeschlossen haben. Selbst wenn die hier schon 30 Jahre leben, die nicht wählen dürfen. Dann dürfen 16-, 17-Jährige nicht wählen. Und die Jüngeren sowieso nicht. Also da schließen wir auch eine ganze Menge aus. Mhm. Und wenn also 70% dann wählen gehen, also haben wir ungefähr schon die Hälfte in der Bevölkerung, die nicht wählen gehen darf und 30%, die sozusagen bewusst ihre Stimme nicht abgegeben. Und wenn dann noch ein Balken von 9% Sonstiges ist, die werden ja alle auch nicht vertreten im Bundestag. Also entweder muss man da eine Leihstimme geben und sagen, also ich wähle als erstes, sagen wir mal, die Humanisten und wenn die nicht in den Bundestag kommen, dann wähle ich die Grünen, weil ansonsten gehen die Stimmen ja auch weg. Und das wird ja, die Repräsentation wird ja immer kleiner. Wen repräsentieren die denn dann noch am Ende? Ne? Also das ist sozusagen die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Also wird man sozusagen, kann man eine Stadt regieren oder dann irgendwann sogar ein Land oder ein Bund, wenn man eigentlich nur noch 10% der Bevölkerung anspricht? Das ist für mich keine Repräsentation mehr. Und ich meine, wir sehen das ja, ne? Also nach dem Abrutsch der SPD erleben wir jetzt sozusagen die Selbstzerlegung der Union. Und das wird auch ein dauerhaften. Natürlich kann da mal wieder jemand anders kommen und Söder hätte wahrscheinlich nicht so abgeschnitten. Das wissen wir auch alle, aber dass es grundsätzlich möglich ist, dass die Union vielleicht nur Dritter wird oder an der 20%-Marke kommt, hätte doch kein Mensch irgendjemand gedacht. Ne? Und das ist natürlich nicht nur Laschet. Sondern auch vor Laschet gab es ja mal eine Phase, wo die Union total abgerutscht ist. Ne? Und es ist auch nicht nur Rezo, der das bewirkt. Ne? Also es ist natürlich einfach insgesamt eine Gemengelage und einfach auch, dass jede Partei im Augenblick fürchten muss, wirklich abzurutschen. Verstehe. Siehst du die CDU in der Opposition? Nee, noch nicht. Aber wenn Laschet nicht doch am Ende ein paar Stimmen mehr hat, wird es doch schwieriger. Noch aber nicht. Es ist trotzdem natürlich denkbar. Also ich meine, Laschet wäre jetzt, glaube ich, auch nicht gerne mit den Grünen gegangen. Also ist ja auch eine Deutschland-Koalition in Anführungsstrichen möglich. Es ist auch immer noch möglich, dass SPD und CDU, obwohl es schon knapp wird für beide zusammen, selbst wenn dann irgendwie beide so 21-24% haben werden. Da würde ich so gar keine Prognose abgeben. Ne? Also ich habe immer gedacht, es wird schwarz-grün, aber das würde ich jetzt nicht mehr sagen und das reicht ja jetzt auch nicht mehr. Also da bin ich, aber die wollen natürlich an der Regierung bleiben. Ne? Das ist, also dass die Minister sich da retten wollen. Auch die SPD will unbedingt an der Regierung bleiben. Die Grünen wollen unbedingt an die Regierung. Und die FDP kann nicht nochmal Nein sagen. Das heißt, es spielen vier Parteien mit. Nur bei den Linken und AfD kann man sich relativ sicher sein, dass sie nicht an die Regierung kommen. Alle anderen würden auch mit allen anderen koalieren. Das Einzige, was ich ausschließe, und das eben aus Erfahrungswerten, es wird kein Rot-Rot-Grün geben. Grüne und SPD würden sich eher die Hände abhacken, als mit den Linken zusammenzugehen. Egal, ob es reicht oder nicht. Sicher? Du sagst ganz das so selbstbewusst. Sicher. Wow. Ganz sicher. Ich kenne diese Runden. Ich habe lange rot-rot-grüne Gespräche geführt. Wir sind immer verhöhnt worden. Wir sind immer bekämpft worden. Es war ja auch schon mal möglich. Es wurde nicht gemacht und es wird jetzt erst recht nicht gemacht. Die Mehrheitsverhältnisse sind nochmal anders. Die Grünen und die SPD sind so weit weg von den Linken und die sind so nah bei der Union, dass sie immer eher mit der Union oder mit der FDP als mit den Linken. Das ist nur noch so ein Spielball, um so ein paar Stimmen aus dem linken Lager zu kriegen. Aber das ist das Allerunwahrscheinlichste, was es gibt. Ich sage da sogar eher eine Koalition mit irgendwann der CDU, wahrscheinlich natürlich erst auf Landesebene mit der AfD, voraus, als dass es Rot-Rot-Grün geben wird. Auf Länderebene kann Rot-Rot-Grün immer mal kommen, aber auf Bundesebene auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wow, also das wird ja immer mal wieder, gerade in den letzten Umfragewerten wird das ja immer mal wieder
propagiert, da wird der ein oder andere Spekulation nach da außen gebracht und dann wird sehr gut daran erinnert, sagen wir Hartz IV, kannst dich erinnern. Aber dass du das mit so einem Selbstbewusstsein sagst, überrascht mich jetzt auch, also mit so einer Überzeugung. Ja, leider, weil ich genau diese Erfahrung halt weiß und weil ich die Leute kenne, die da hantieren und ich kenne deren absolute Abneigung. Also Olaf Scholz wird alles tun, um das zu verhindern. Dann wird er sogar lieber in die Opposition gehen und das ist eigentlich das Letzte, was er will. Also das wird nicht passieren. Also da bin ich ganz sicher. Alles andere kann passieren. Und ist ja anscheinend auch mittlerweile bei den Umfragen im Bereich des Möglichen. Also alle anderen Farbenspiele sind irgendwie denkbar. Ja, ja. Wow. Also ich habe aber selber irgendwo mit Rot-Rot-Grün so ein bisschen vielleicht gedacht, dass es, aber du, wenn, da bist du natürlich als lange gehofft. Als Inside-Dude bisschen mehr drin. Ja? Also da bist also es gibt noch nicht mal mehr Gesprächsrunden. Es gab verschiedene Gesprächsrunden und Gruppen. Wie gesagt, das waren jetzt nicht unbedingt die dann auch die Macht in den Parteien hatten, aber da waren durchaus auch Leute immer mal dabei und die sind alle aufgelöst worden. Da gibt es nicht mal mehr Gesprächszusammenhänge. Gibt es einfach nicht. Und die gibt es sonst zwischen allen Parteien. Armin Laschet hat schon wieder gelogen. Der hatte doch letztens eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, die SPD, die kausaliert da irgendwo im Hintergrund mit den Roten. Und ich denke, hat er da schon wieder gelogen oder was? Ja, natürlich hat er gelogen. Also auf Landesebene, auf Länderebene mag das sein. Aber da spricht auch die CDU mit der AfD. Ne? Also das sollen sie mal wirklich die Klappe halten. Auf Bundesebene gibt es keine Gesprächszusammenhänge, gar keine. Und ein Teil der Linken, ich will das jetzt nicht nur irgendwie in die Grüne und SPD Schuld schieben, ein Teil der Linken sind einfach auch total froh, wenn sie weiter in der Opposition bleiben und können sich das halt auch überhaupt nicht vorstellen. Es gibt einen anderen Teil, der würde das machen. In der SPD und bei den Grünen gibt es nur einen Teil der Basis, die das vielleicht machen würden, aber in der Fraktion gibt es da fast niemanden. Ich sehe hier gerade eine interessante Frage, die ich da mal mit einarbeiten will, was mich jetzt auch interessiert. Deiner Ansicht nach, woran scheitern diese Gespräche? Also wo ist denn das fehlende Sozialgefühl oder die fehlende soziale Ausrichtung der SPD, dass man nicht mit den Linken reden kann? Also vorgeschoben wird natürlich immer die Außenpolitik, aha, ne, also Bekenntnis zur NATO und so weiter. Mhm. Da ist auch was dran, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist, dass man sich komplett in fast allen Feldern so entfernt hat voneinander und dass man eigentlich viel näher an der CDU ist. Also deswegen lache ich immer, wenn es dann um diese Lager geht. Ne? Also die einen, das ist das progressiv-linke Lager oder Mitte-Links-Lager, SPD, Grüne, Linke und dann ist irgendwie so das konservativ-liberale Lager, das gibt es so gar nicht mehr. Ne? Also das ist wenn, dann gibt es noch ein Lager, das sind die Linken und dann gibt es noch ein Lager, das ist die AfD und alles andere ist eigentlich so dazwischen und hat sehr viele Schnittmengen. Nach außen verkauft man die so nicht, im Wahlkampf versucht man die Unterschiede deutlich zu machen, die es eigentlich auch gibt. Aber bei den eigentlich Regierenden ist die Schnittmenge riesengroß. Also die CDU hätte immer wieder super gerne mit der SPD koaliert, auch wenn sie das natürlich nicht so sagt, weil die SPD ist ein super Koalitionspartner. Ja, ne? Sie hält alles ein, sie macht keinen Stunk, sie macht keinen Stress. Also die CSU macht manchmal mehr Stress der CDU als die SPD. Und ich meine, jetzt geht's mal ganz ehrlich, der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Schäuble im Finanzministerium, den soll mir mal einer deutlich machen. Ich sehe da keinen Unterschied, den gibt es nicht. Außer, dass Scholz noch mehr Lobbyisten in das Finanzministerium geholt hat. Das ist nochmal ein Unterschied. Und das ist schon, ja, es ist schon geil. Also ich finde also zum Beispiel neulich seine Rede, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Verteidigungsetat in den letzten 3 Jahren nochmal um 8 Milliarden angehoben wurde. Also fast 50 Milliarden beträgt, so viel wie fast Russland ausgibt für die Verteidigung, wo alle Angst vor haben. Also wir geben fast 50 Milliarden aus für Verteidigung, 8 Milliarden drauf und unser Klima- und Umwelthaushalt ist insgesamt 3 Milliarden hoch. Das hat der Herr Scholz. Unsere Prioritäten. Und das hat er nochmal verkauft, hat nochmal gesagt, er ist dafür verantwortlich. Also die eigentliche Friedens- und Sicherheitspartei
von Willy Brandt, von Bahr und Ettler, ist stolz darauf, dass wir jetzt ganz viel Geld in Verteidigung pumpen und übrigens den Koalitionsvertrag immer gebrochen haben, weil Sigmar Gabriel, zu dem kann man jetzt stehen, wie man will, hat noch ausgehandelt im Koalitionsvertrag, dass genauso viel in Wirtschaft und Entwicklung Zusammenarbeit fließt, also an Erhöhung, wie in Verteidigung. Und das ist komplett gebrochen worden. Also fürs BMZ ist fast nichts dazugekommen oder wenig dazugekommen und Verteidigung in 3 Jahren über 8 Milliarden. Also nur nochmal, um das, wie gesagt, ins Verhältnis zu setzen. Das ist mehr, also es ist fast 3-mal so viel, wie der Umwelt- und Klimahaushalt insgesamt groß ist. Und wir müssen wissen, die Hälfte von dem Haushalt, wo ich in dem Ausschuss bin, geht dafür drauf, dass wir diese Kack-Atomenergie, also die Abfälle davon, unter die Erde kriegen. Die Hälfte des Haushalts geht dafür drauf. Das heißt, wir haben nochmal 1,5 Milliarden dann für wirkliche Umwelt- und Klimapolitik. Und wir geben 8 Milliarden mehr für Militär aus. Und das pusht er und findet das super. Also wo ist der Unterschied zur Union? Den gibt es nicht. Ja, das wird halt als positiv, ich habe das auch gesehen, das hat er sehr, als das hat er als was Positives verkauft. Also als sehr, super positiv, ja, sogar, ja. Dass er da engagierter war als die Union. Ja. Und das glaube ich sogar fast. Ja, ja. Wie ist es denn eigentlich, kann man als Nichtraucher mit Kevin Kühnert in einen Dialog treten? Ja, denke ich schon. Das wird schon möglich sein. Wie ist deine Position zu Kevin Kühnert? Ist das, also der wird ja immer so ein bisschen als, also es wird ja immer auch als der Nächste gehandelt und so ein bisschen in die Richtung, wie siehst du das? Ja, der wird schon der Nächste sein, aber genau deswegen ist meine Position dann nicht mehr so besonders positiv zu ihm. Der hat aufgehört, Moment, stopp. Der hat aufgehört zu rauchen? Nee, wirklich? Hatte? Ich bin auch überrascht. Hat der nicht aufgehört? Der dampft jetzt, sagt ihr. Dann hat er anscheinend mit allem aufgehört. Ach, er hat auch aufgehört, Gott. Politisch zu sein. Ach, er hat aufgehört, kritisch zu sein. Er hat aufgehört, politisch zu sein. Und er hat aufgehört zu rauchen. Das sind natürlich 3 Hürden. Aber damit macht er natürlich auf jeden Fall Karriere. Oh mein Gott. Jetzt ist er wirklich. Der kommt auch nicht mehr der Willy Brandt-Charakter durch, ganz ehrlich. Nee. Aber siehst du die SPD, also unabhängig von den Umfragewerten, hätte ich mir vorstellen können, dass aufgrund der Tatsache der Regierungspartei und des Koalitionspartners der SPD, dass sie sich in der Opposition so ein bisschen wiederfinden und mit Kevin Kühnert zurückkommen. Jetzt sieht das ja eher so aus, als würden die mit den 22% als Regierungspartei da wieder eine Rolle spielen. Wie kann Kühnert da irgendwas noch, steht das überhaupt zur Debatte? Abgesehen von den Tatsachen, dass der bei Armin Laschet mal wieder durchbeleidigt wurde und danach einen lustigen Asterix und Obelix hinmacht? Also, nee, die werden sich ja schön zusammenraufen. Nee, das spielt dann keine Rolle mehr. Also erstens, selbst wenn er wollte und noch so ein bisschen was von Kevin Kühnert als von dem Bundesvorsitzenden in ihm wäre, aber ich habe jetzt genug Juso-Bundesvorsitzende gesehen, die, wenn sie aufhören, Juso-Bundesvorsitzende zu sein und dann wirklich in der Funktion und Mandat sind, die alle umkippen. Und genau das tut er ja gerade auch. Was meinst du mit umkippen? Schneller, ja, dass die ihre Position einfach verraten. Also man muss links sein, um Juso-Vorsitzender zu werden, weil das immer noch so gestrickt ist. Also man muss links tun, sagen wir mal so. Die meisten sind da schon das nicht mehr. Ja. Und spätestens dann, wenn sie nicht mehr Juso-Vorsitzende sind und Mandat kriegen und vielleicht noch mehr wollen, dann ist es sowieso vorbei mit den Positionen, die sie vorher hatten. Mhm. Nur manche brauchen dafür vielleicht ein paar Jahre oder 5 oder 10, damit diese Transformation funktioniert. Und Kevin Kühnert schafft es anscheinend in einem Jahr, weil von ihm so richtig kritisch hört man ja nichts mehr. Und eigentlich wäre es ja eine Chance für ihn gewesen, weil als die beiden Vorsitzenden gewählt wurden, die wurden ja gewählt, um Olaf Scholz zu verhindern. Die sind ja nicht gewählt worden, weil die Leute sie so geil fanden in der SPD. Es haben ja Leute aufgehört zu kandidieren, damit genau die beiden das dann werden und Olaf Scholz es nicht wird. Also man hat sozusagen mehrheitlich versucht, vor allen Dingen Olaf Scholz zu verhindern von der Basis aus. Dann wären es die beiden Vorsitzenden und Kevin Kühnert wird stellvertretender Parteivorsitzender. Da hätte man ja sozusagen dann wirklich die SPD mal umkrempeln können. Und was ist die erste Amtshandlung? Man macht Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten und lässt alles so, wie es ist, auch im Willy-Brandt-Haus, auch den Generalsekretär. Und damit war eigentlich klar, dass sie keine Veränderung der SPD haben wollen. Und wenn jetzt auch noch Olaf Scholz erfolgreich sein wird,
oder zumindest nicht so schlecht abschneidet, wie man vielleicht am Anfang dachte, dann haben sie sowieso nichts mehr zu sagen. Also selbst wenn sie noch wollten, hätten sie nichts mehr zu sagen. Aber sie werden sich dann alle feiern und in die nächste Koalition gehen und dann wird man wieder von der SPD enttäuscht sein und es wieder so unglaublich schade finden, dass sich da doch nichts tut. Aber ich meine, ich hatte ja schon mal diese Definition von Wahnsinn genannt. Ne? Also, das muss man dann auch einfach sagen, es ist so interessant, wie sich dann Sachen doch leider immer wieder holen. Da bist du auch ein bisschen vorbelastet, also einfach auch. Ja, natürlich, ja, klar. Ja. Also ich würde mir ja immer noch wünschen, dass es wirklich mal so eine Revolution gäbe in der SPD, aber dafür kenne ich die Strukturen und kenne die Leute und wenn selbst in so einer Stadt wie Dortmund, wo wirklich mal die Herzkammer war und wo es unglaublich viele noch gibt, da nichts passiert, dann wird natürlich auch insgesamt nichts passieren. Das ist leider so, wo wir eigentlich eine wirklich sozialdemokratische Partei unbedingt bräuchten. Also ich habe ja so die Internet-Dinge, die du so machst, verfolgt. Und auch in dem Gespräch, was ich jetzt so führe, habe ich einen sehr guten Eindruck. Und um das jetzt mal dazwischen zu werfen, hoffe ich, dass Leute, die Positionen haben, wie du deine hast, tatsächlich politisch engagiert bleiben und neben dem Verdruss, den sie vielleicht in Spaßparteien der anderen Art und Weise erlebt haben, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil das immer genau das beste Gegenmittel zu Politikverdrossenheit ist. Weil es Leute gibt, die gesunde Punkte haben, die versuchen, nicht ein utopisches Bild zu pushen, auch wenn du gesagt hast, dass du manchmal Hardliner-Positionen hast, die an der Grenze die erstmal ohne Konsens auskommen, weil das noch nicht zur Debatte steht, finde ich es sehr gut, und ich hoffe, dass du politisch weiter beruflich unterwegs bleibst. Wer weiß, wo das mit der Partei noch hingeht. Aber was ich jetzt noch wissen will, und das ist eine Frage, die ich oft bekomme, ich gebe sie einfach an dich weiter und mal gucken, was du so machst. Okay. Marco, was soll ich wählen? Ja, also meine erste Empfehlung, nicht taktisch, sondern die Partei, wo du glaubst, dass es irgendwie wirklich am ehesten passt und sei es sozusagen nach dem Wahl-O-Mat und seien es dann die Humanisten. Ich würde natürlich sagen, die Partei, weil da vielleicht das größte Potenzial ist, auch was zu verändern. Und ich würde sagen, natürlich auf gar keinen Fall Laschet und die Union, also von den ganz Rechten sprechen wir gar nicht, aber auch keine Partei, die letztendlich, wo man nicht weiß, ob man dann nicht trotzdem den Laschet bekommt. Ja gut, das ist der Wolf im Schafspelz, meinst du dann? Ja, verstehe. Ja, das ist genau, das ist so, also wenn sie es ausgeschlossen hätten oder bestimmte Hürden, dann könnte man natürlich über die reden, aber ich glaubt das einfach nicht, aber trotzdem meine erste Empfehlung ist dann nicht subjektiv von mir ausgegeben, ist nicht taktisch wählen, sondern wirklich und auch nicht, was die Talkshows sagen, was die Meinungsforschungsinstitute sagen und so weiter, sondern wirklich angucken, was die Parteien machen, was sie sagen und zur Not halt wirklich auch, wenn es natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist, aber der Ausschnitt ist besser als das, was wir und das, was uns die Öffentlichkeit so ein bisschen vorgaukelt, zur Not auch diesen Wahl-O-Maten oder welche Sache auch immer machen und sich das angucken, glaube ich. Und ich und eben bitte auch nutzen, dass es zwei Stimmen gibt, ne? Ja, Erst- und Zweitstimme natürlich. Stimmen. Und gerade da kann man sich wirklich angucken, wer ist denn vor Ort? Was hat der hat der eine gute Seite? Macht der Veranstaltungen? Vielleicht mal anschreiben, gucken, ob der antwortet. Das sind alles so Sachen, die machen viele gar nicht. Weil das zeigt viel, ne? Antwortet der bei Abgeordnetenwatch, die haben zum Beispiel ja so, die veröffentlichen ja die Fragen, die kommen. Da gibt es welche, die vergöttert werden in der Bevölkerung, die aber nie eine Antwort geben auf irgendeine Bürgerfrage. Also solche Sachen sich mal angucken und da vielleicht dann auch mal gegen das entscheiden, was man sonst vielleicht als Partei wählt. Weil auf die Typen kommt es dann doch irgendwie, finde ich, manchmal mehr an. Also ist das, was man entgegen der Angst hat, seine Stimme irgendwie zu entwerten im Auseinandersetzen mit Kleinstparteien, vielleicht gar nicht so kritisch zu betrachten, sondern einfach auch
ehrlich das zu wählen, wo Positionen am meisten übereinstimmen, damit man sich am Ende am wenigsten darüber ärgert, dass die Partei, der man gerade so, weil sie ja irgendwo Laschet verhindert, die Stimme gibt, um dann eine Enttäuschung zu erleben. Verschenkt zu haben. Ja, natürlich. Und es gibt keine verschenkte Stimme. Weil die Grünen wären ja nie entstanden und wären ja nie irgendwo reingekommen, wenn nicht Leute irgendwann mal sie gewählt hätten, auch wenn sie bei den Umfragen eben nicht unter über 5% gab. Das heißt, es muss Bewegung bei den Parteien kommen. Die Piraten haben sicherlich eine Menge falsch gemacht, aber die Piraten haben mit ihrem zwischendurch zumindest Erfolg dafür gesorgt, dass die anderen Parteien sich mit ihren Anliegen, die Piraten haben, die ich immer noch wichtig finde, doch mal beschäftigen müssen, doch mal sozusagen was machen müssen. Das heißt, die anderen bewegen sich dadurch ja auch. Genauso wie sich dann jetzt andere bewegen, weil die Grünen das ökologische Thema irgendwo eingebracht haben. Das heißt, du veränderst ja die anderen damit. Und wenn dieser Balken der Sonstigen, auch wenn sie nicht in den Bundestag kommt, dann auf 10, auf 15% kommt, dann kann man das nicht mehr wegwischen. Und dann werden die interessanter. Und dann redet man auch über die Themen dieser Parteien. Das heißt, selbst wenn man taktisch denkt, dann darf man nicht nur diese Taktik machen, die kommen nicht rein und deswegen sind die weg. Nein, die Stimme ist nicht verschenkt. Sie kann was bewirken und vielleicht nicht bei dieser Wahl, dann vielleicht bei der nächsten, oder sie kann zumindest eine Stimmung reinbringen, dass man über andere Dinge auch mal diskutiert. Es gibt bald Landtagswahlen in NRW, da kann schon wieder alles ganz anders aussehen. Und wenn eine Partei vielleicht bei dieser Bundestagswahl zwar nicht reinkommt, aber 3% kriegt, dann ist sie auf einmal in der Aufmerksamkeitsschiene und kann vielleicht in den Landtagen reinkommen. Also das ist nicht immer so einfach, wie man denkt, und es ist auch nicht gleich immer alles verschenkt. Mhm. Mhm. Sehr interessant. Sag mal, du hast jetzt noch, ich hoffe, ich habe genug Fragen mit eingebracht, Chat. Ihr nicht missverstehen, ich habe jetzt nicht immer gesagt, jetzt kommt eine Frage aus dem Chat, sondern ich habe den Chat einfach gelesen nebenbei und habe immer mal ein bisschen was reingeschoben, wenn das angemessen war. Und ich, willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ich habe dich jetzt zwei Stunden hier in Anspruch genommen, also wirklich noch irgendwas wie viel haben wir denn hier? 5300 Leute, die sich diesem Gespräch jetzt hier gewidmet haben. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ja, vielleicht zum Schluss, also ich kenne das natürlich manchmal, wenn ich auftrete und so weiter, dass Leute schon sagen, also dass die Resonanz eigentlich ganz gut ist und sagen, ja, stimmt, aber das ist doch alles so desillusionierend. Aber das bin ich ja gar nicht. Ich bin vielleicht das beste Beispiel, dass ich bin ja gar nicht desillusioniert. Ich glaube eher nur, dass ich, ich nenne das mal Idealismus ohne Illusionen. Ich glaube, ich habe meine ganzen Illusionen und meine Naivität verloren. Und dass es vielleicht auch mein Job ist, stärker mit meinen Erfahrungen darauf hinzuweisen, wie es wirklich aussieht, wie gespielt wird, wie das Spiel ist, welche Regeln es sind. Ja, die sind nicht schön. Und natürlich macht das jetzt nicht allen Mut. Und vielleicht denken auch viele, die Situation ist ja schlimmer, als ich dachte. Aber diese Realität muss man, glaube ich, kennen, um dann wirklich sowas bewirken und dann auch vielleicht den Hintern hochzukriegen, mitzumachen, sich zu engagieren oder vielleicht mal jemand anders zu wählen oder mal jemand anders zu unterstützen. Und dass es da so viele gibt, die sich engagieren, die was machen, die was tun und die man stärken kann. Und dafür muss man vielleicht genau diesen Blick haben und muss man vielleicht auch ein bisschen desillusioniert werden. Und das sehe ich so ein bisschen als meinen Job an. Also ich bin nicht der Schönredner, ich werde das auch nie tun. Und ich glaube aber, das braucht es auch. Und vielleicht anknüpfen an das, was du gesagt hast, selbst wenn ich nicht recht habe mit dem, was ich sage, selbst wenn es sozusagen, na natürlich, man über alles streiten kann, was ich gesagt habe, glaube ich einfach, dass Politik es verdient und Demokratie es verdient, dass sie vielfältiger ist und dass solche Meinungen zugelassen werden und dass wir darüber diskutieren und nicht immer nur diesen Mainstream, diesen weichgespülten, ich nenne es die extreme Mitte, die alles plattwalzt und unpolitisch macht und das nicht als seriös ansieht, sondern vielleicht auch mal guckt, was uns irgendwie so gesagt wird und gemacht wird und sich dann eine Meinung bildet. Ich glaube, dass es natürlich ein Fundament geben muss, dass es Argumente geben muss, dass es auch Wissenschaft geben muss und so weiter, aber dass man am Ende vielleicht auch genau solche Positionen sich anguckt, weil wir Veränderung brauchen. Das ist irgendwie das, was ich immer gerne mitgeben möchte, ohne, und zwar eben nicht mit diesem erhobenen, moralisierenden Zeigefinger, sondern einfach nur, dass es unglaublich Zeit ist, mit einigen Dingen aufzuräumen. Mhm. Ja, also krass, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Also apropos Zeit, vielen Dank für deine Zeit.
Du kannst das Klatschen nicht hören, aber ich sehe eine Menge Klatschen-Emojis im Chat. Ich bedanke mich, weil das hat mir Spaß gemacht. Ja, und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wenn irgendwas nochmal ist oder wenn ich irgendwie nochmal eine fachliche Meinung brauche, dann komme ich auf jeden Fall auf dich zu. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft bei dir. Ja, immer gern. Wie es laufen wird und wir schnacken einfach. Ich danke dir. Gerne. Alles Gute. Jo, tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao.